Was geht ab, Bildungselite? Was geht ab, Jungs? Wir sind zurück und wir sind in 2024 angekommen. Keine Sorge, kommt gleich noch jemand, der Kevin, der kommt gleich noch, aber der trödelt mal wieder. Ich darf begrüßen zum ersten Podcast in 2024 Martin und Dwayne. Herzlich willkommen, ihr beiden. Wie geht's euch? Ja, wir haben ja gerade schon ein bisschen gequatscht, wie es uns geht. Ich bin ein bisschen angeschlagen momentan, muss ich sagen. Ja, stark am dagegen kontern. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie ist jeder Depp gerade krank. Bei mir im Coaching auch. Als ob so an Silvester, weiß nicht, ob an Silvester so eine Seuche ausgebrochen ist oder so. Ich weiß es nicht. Ja, Ja. genau. Aber sonst geht es mir eigentlich ganz okay. Ja. Vielleicht nochmal da ganz kurz, was machst du, um direkt zu kontern? Bist du so Manuel Bauer, Ja. Protokolltyp, der alles Ja, also hochdosiert und ich. reinfeuert, oder? Genau, also alle Health-Subs hochdosieren. Vitamin C mache ich zu jeder Mahlzeit ein Gramm. Natürlich, wenn du die Möglichkeit hast, das intravenös zu machen, würde ich sogar das empfehlen und richtig hochdosiert. Habe ich aber nicht. Deshalb mache ich es halt über den oralen Weg. Und ansonsten NAC auf 1600 Milligramm und so Geschichten. Ne? Genau. Gute Ja, Besserung, und bei hoffentlich kriegst du es weg. dir? Bitte? Also bei mir hilft es halt genau dasselbe, auch Vitamin C extrem hochfahren. Ich gehe da teilweise auf 9 Gramm. Über den Tag Ja. verteilt und Knoblauchzehen klein hacken und fressen. Das Oder ist Ingwer ist auch, ja. immer auch Und gut, immer Knoblauch. auch gut. Ja, aber was ich am meisten gelesen habe oder die größte Evidenz hinter Gesundheit steckt hinter Knoblauch. Auch für die Okay, krass. Herzgesundheit, aber auch für das Immunsystem. Klein hacken, also klein, dieses, ich glaube, Alein heißt dieser Wirkstoff da drin, wird nur freigesetzt, wenn es wirklich klein gehackt wird. Das heißt, man kann es nicht ein Stück runterschlucken. So, das ist halt, glaube ich, dafür verantwortlich für diesen Geruch. Kleinhaken, dadurch, dass ich keinen Bock habe, das zu zerkauen, weil da stinkst du. Ja, einfach einen Löffel im Mund mit Wasser runterschlucken und Vitamin C hochdosiert, plus das, wenn ich nur merke, dass ich ein Hauch von krank werde, nur ein bisschen, mache ich das und dann werde ich eigentlich, oder dann bricht das meistens Da nicht wird nicht aus. ganz. Ja. Ich habe auch Ich die muss halt Erfahrung damit gemacht, sagen, Game rechtfertig Changer gegen war die konnte. Infusion damals. Ohne Scheiß. Bei der Invictus-Eröffnung, ne? Ja. Ja. Habe ich vieles gehört von, dass das, also, ne, haben auch Klienten schon von mir gemacht. Aber nicht auf meine Empfehlung, habe ich nur Gutes davon gehört mit der Vitamin C-Infusion und so, ne? Ja. Also ich war Tag vorher noch echt nicht gut drauf. Infusion gekriegt, pennen gegangen und am nächsten Tag habe ich mich fit gefühlt. Ich klang halt noch ein bisschen verschrotzt, aber ich war fit. Und Ja. den Tag darauf alles weg. Echt, ja? Ja. So gut? Schön. Also echt krass. Also kann ich nur empfehlen, wenn ihr da jemanden habt, ansonsten mal einen Naturheilpraktiker googeln oder so und einfach mal hinfahren. Kann man das selber bestellen? Kannst in die Apotheke gehen, kannst dir selber eine Infusion legen, wenn du es kannst. Aber ich würde mich da, glaube ich, töten, weil ich Ja. habe ja null Erfahrung mit Nadeln und deswegen habe ich mir dann Heilpraktikerin gesucht und die hat das auch direkt gemacht. Ja, Das. damals, als ich hier einen Aderlass machen wollte, da habe ich so eine Kanüle bekommen, die war so lang und original, ja, was kann ich sagen, 0,3 Zentimeter, also ein Drittel vom Zentimeter, das war ein Monsterteil. Also ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie breit das war. Und ich, Vollidiot, habe versucht, es selber zu machen. Hat natürlich nicht funktioniert. Ich steckte irgendwo unter meiner Haut, habe Gott sei Dank nichts kaputt gemacht. Daraufhin habe ich einen Rettungssanitäter, also einen Kumpel von mir, der es dann bei mir gelegt hat. Aber ja, das ist zumindest bei so einem Teil schwieriger, als es aussieht. Ich glaube, mit so einem Butterfly, glaube ich, würde ich es schaffen. Also Butterfly sind ja die kleinen Teile aus dem Krankenhaus, ne? Glaube ich, würde ich es schaffen. Ich weiß es nicht. Ich habe mal versucht, mir intravenös Vitamin C zu spritzen. Hast du Ne? probiert? Ja, habe ich probiert mit einer Insulinnadel. Das hat sogar einmal geklappt und dann habe ich es nochmal probiert. Es ist so die Ader weggesprungen. Ich Ja. hab alles in Unterarm injiziert. Das hat so gebrannt und es war dann richtig fett angeschwollen auch. Ja. Ja. Seitdem nicht mehr. Dwayne, wie geht's dir? Ja, ein bisschen stressiges Weihnachten und Silvester gehabt. Dementsprechend, ich habe mir durch meinen Urlaub ein bisschen mehr Erholung erhofft. Lag daran, dass es ein bisschen Stress gab. Zusätzlich war der Urlaub mir einfach zu lang. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber also ich hatte auch so lange noch nie Urlaub gehabt, also in den letzten Jahren nicht. Und also von der Arbeit mich so gut wie es geht also ferngehalten, außer jetzt ein paar Coachings beantwortet. Und es tut mir nicht gut. Also ich glaube, dass es mir nicht gut tut oder ich muss es lernen, dass wenn ich 2,5 Wochen nicht von der oder nicht normal arbeite, dass es auf meine Birne geht. Und ja, deswegen bin ich zum Beispiel aus Berlin früher gekommen. Ich war ja erst in Berlin, dann Schweden, danach wieder Berlin und wollte mit meiner Familie Weihnachten feiern, was ich dann getan habe. Wollte über Silvester bleiben, aber das habe ich nicht mehr ausgehalten. Und bin dann wieder zurück nach Gummersbach gefahren.
Ja. was ich für nicht gesund halte. Also meiner Meinung nach hätte ich es schaffen sollen, meinen Kopf Ja. wirklich auszuschalten. Aber ich kenne das. Gerade wenn du halt Ja. wirklich immer nur am Durchziehen bist und als Selbstständiger bist du ja nicht permanent am Arbeiten. Ich habe auf Kuba, da waren wir gezwungen, dann 2 Wochen da zu bleiben. Ich glaube, am 11. oder 12. Tag habe ich gesagt, okay, jetzt schaffe ich es runterzufahren. Echt, ja? Ja, vor die ganze, ich musste irgendwas tun. Ich habe mich so brutal irgendwie schuldig gefühlt, nichts zu Ja, tun. Ja, genau. kenne ich. Du wirst ja nie im Urlaub, Martin. Ja, stimmt. Ich bin ja deshalb nie im Urlaub. Na, aber ich kenne das auch, selbst wenn man sich selber mal sagt, ich lege das Handy jetzt mal weg, erwische ich mich selber. So einen Film schaue ich zum Beispiel. Und während dem Film, meine Hand nimmt das Handy, geht so auf die Formchecks und sowas. Keine Ahnung. Genau. Ja, Ja. krass. Apropos, machst du dieses Jahr Urlaub? Also fahrt ihr in die Flitterwochen? Wahrscheinlich gehen wir zu Mr. Olympia nach Vegas. Ich weiß nicht, ob das Flitterwochen sind, also da will ich so oder so hin. Na, also Ja, sobald das die ist Urlaub. Tickets, die gibt es noch nicht. Ich habe auf jeden Fall gesagt, sobald die Tickets verfügbar sind, kaufe mir direkt welche. Schön. Also ich auf jeden Fall mitnehmen. Ja. Dann Das hängt ist doch doch mal irgendwie gut. noch 1 Woche Hawaii dran oder so als Flitterwochen. Ich fände ja Venice Beach geil als Flitterwochen. Nee, ist nicht so schön. Wirklich Habe ich nicht. auch gehört. Soll nicht so Okay. teuer sein. Mm-mm. Okay. Da fahren Aber. lieber, ich fliege immer nach Hawaii rüber. Das ist echt nicht teuer von da aus. Okay. Ach. Ja. Ja, ich habe damals Inlandsflug von Spendet. LA nach Hawaii $140 hin und zurück bezahlt. Junge, mach das. Das ist ja ein Safe. Traum. Und sowas, ja. Irgendwas müssen wir machen. Aber die Hochzeit wird schon schweineteuer, ne? Was die Ja. 20.000. Muss ich mir vorstellen. Uiuiuiui. Also verdient es ja gut. Ja, geht. Ja, ist ein halber Monat. Okay. Ja. Das ist ein Jo. Monat Spaß sein. Von Martin weiß ich es, aber wie war dein Weihnachten, Dwayne? ja, war. Ich versuche es mal zusammenzufassen. Es war wahrscheinlich die schlimmste Weihnachten, die ich jemals hatte. Nein. Leider, leider, leider. Auf Details gehe ich jetzt nicht ein, aber familiärer Stress eben. Ach, scheiße. Und Ja, ja, Kacke, leider. Und sowas, glaube ich, kam auch nie vor. Was natürlich sehr traurig ist, wenn die Familie sich dann zusammenfindet an dem Tag. Ja, das zusammengefasst. ey. Scheiße, gerade an Weihnachten, Alter. Hat die Familie herausgefunden, dass du schwarz bist, oder Ja, das war. was? Ich kam so rein, sie guckt mich so an. Verstoßen. Ich dachte, du bist Schwede, hallo? Moment Ja, nee, leider, 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 leider. Aber ich muss auch sagen, ich habe mich mit meiner schwedischen Familie gefeiert. Das war so, dass ich kurz vor Weihnachten in Schweden war. Ach so, War ah. alles schön. Und wo wir zurückgefahren sind, das war dann in Berlin mit meiner Schwester und meiner Mutter, Andrea und ihrem Okay. Freund. Und ja, da war das halt. Nicht, da kam ein paar Komplikationen auf, Okay. sagen wir mal Oh so. ja. Und wie war Schweden? Also ohne, außer dass du nicht irgendwie zu abschalten konntest? Schön. Ich habe meine Familie, ich dachte 7 Jahre nicht gesehen, aber wir haben hochgerechnet, das waren fast 10 Jahre. Das war echt krass. Und wir sind durch meine alten Gegenden gefahren, wo ich gespielt habe als Kind. Das war erstmal sehr komisch für mich, da ich dachte, es kommen mehr Emotionen auf bei mir. Und dann ganz plötzlich am Abfahrtstag überkam mich die komplette Nostalgie und ich sag's ehrlich, ich habe geflennt. Also es war erstmal ganz normal, ich gucke mir da, ich keine Ahnung, wir sind früher zu so einem richtigen Dorf gefahren, also wirklich übelst Dorf, so Plumpsklo, alles drum und dran. Es war wunderschön als Kind für uns, nicht der Plumpsklo, aber die Natur und alles, wo wir gespielt haben. Und das war erstmal, da war ich da, das fand ich ganz schön, aber erst wo ich weggefahren bin, da habe ich wirklich erst empfunden, wie krass es ist, wie vergänglich alles ist, dass ich die Situation, die ich als Kind habe, die ich als unfassbar schön empfunden habe, nie wiederkommen werden. Was unfassbar traurig ist, dass es quasi immer ein letztes Mal gab und ich wusste es zu dem Zeitpunkt nicht. Ja. Aber allgemein war es sehr, sehr, sehr schön, doch. Ja, glaube ich. Außer die Fährfahrt, die hat dir nicht gefallen. Boah, die Fährfahrt. Ey, ich mag mit der Fähre fahren, ich mag das wirklich. Nur sobald ich ins Wasser gucke, dann habe ich keinen Bock mehr. Moment. Kevin, schön, dass du da bist. Frohes Neues dir Amen. erstmal. Groß Neues zusammen. Wir waren gerade bei Weihnachten. Wie war dein Weihnachten? Ja, war in München mit meiner Familie, wie eigentlich jedes Jahr. Ja, ist halt immer ein bisschen Fahrerei und jeder Bodybuilder kennt ja, was er da immer mitschleppen muss. Aber sonst war sehr schön, ja. Schön ruhig, Mutti hat mich bekocht. Was Und gab's? ja, was gab's? Genau, Putenbraten, Rinderbraten,
Kartoffelgratin, genau, mit Soße. Klingt Haben deine geil. Eltern einen Akzent? Nee. Ah ja. Also mein Vater wohnt ja eh nicht mehr bei uns. Also das ist ja mein Stiefvater hat einen Akzent, der ist Franke. Okay. Der redet auch Fränkisch. Ah ja. Ja, aber meine Mutter nicht, ich auch nicht. Aber ich Du kann machst. Bayerisch. Du kannst Ja? Bayerisch? Ja, ich kann Bayerisch. Aber nicht auf Knopfdruck, versuch's jetzt gar Ich nicht. wollte gerade sagen, kannst du mal so in den nächsten 5 Minuten irgendwie Bayerisch reden? Ich kann das nächste Mal, wenn ich mich aufrege, auf Bayerisch mich aufregen. Das war alles klar. Oder ich wette, wenn du länger mit einem Bayern redest, dann kommt es automatisch, wa? Ja, das, ja, dann So ist auf bei jeden mir Fall. bei Berlinern. Bei mir Ja. beim Schwäbisch reden so, Ja. ja. Müssen wir eigentlich mal so einen Podcast machen? Ich auf Norddeutsch, Marcel auf Schwedisch, Dwayne auf Berlinerisch und Kevin dann auf Bayerisch. Jawohl. Ja. Wie handhabt ihr es mit Geschenken? Ich habe mich heute so in den Geschenke. Fuhr-Podcast reingehört und da gab es eine relativ witzige Anekdote zu Geschenken. Ich wollte mal so fragen, wie handhabt ihr das mit Geschenken? Schenkt ihr euch in eurer Familie gegenseitig was oder wie läuft das bei euch ab? Ja, aber ich frage die, was sie haben wollen. Ganz ehrlich, Wunschliste schreiben, schick mir ein paar Dinge, die du haben willst, bestelle dich, gut ist. Weiß ich habe alles richtig gemacht und ja. Wenn es so einfach wäre, wenn es so einfach wäre. Ich schicke keine Wunschliste. Ja, ich weiß es ja Ne? nicht. Du musst mir nicht schenken. Das, dies. Ich Ja. wünschte, es wäre genauso wie bei dir, aber das klappt nicht. Ja. Ich find das eigentlich so doof, irgendwie, dieses Geschenk. Klar, für Kinder ist wieder was anderes und alles. Aber generell sage ich so, wenn ich was schenken will und ich sehe irgendwas, wo ich an den anderen denken muss oder so, dann kaufe ich es halt einfach oder dann mache ich es halt einfach, ne? Ich bin dieser Anlass dazu, der ist immer so ein bisschen bescheuert. Aber so. Also, das ist halt. Ja, also wir haben auch eigentlich so die Regel, wir schenken uns nichts, also Jenny und ich zumindest. Wir schenken uns dann trotzdem irgendwas. Ne? Ja, aber halt einfach so eine kleine Aufmerksamkeit. Jetzt, oder wenn, wie gesagt, wenn einer eine Idee hat, dann hau das auch raus. Aber sonst, ja, meine Mutter hatte zum Beispiel eine coole Idee, die hat uns ein Wellness-Wochenende geschenkt. Das ist cool. Das fand ich ganz geil. Und ja, aber sonst, wie gesagt, ich sage zu meinen Eltern und so, zu meiner Familie sage ich eben auch immer, ich schenke nichts, schenkt es mir auch nichts, ich habe alles, ich brauche nichts. Und ja, Ist es dann schon meine mal Mutter. passiert, dass ihr wirklich euch nichts geschenkt habt oder dass irgendjemand nichts hatte für den anderen? Ja, ich habe halt nichts, aber meine Mutter, die schenkt dann schon immer was. Ja. Fühlt sich dann schlecht? Nö, nicht mehr mittlerweile, weil ich sage es jedes Jahr und ich hab auch, ja, manche Jahre schenke ich dann auch was, wie gesagt, wenn mir was einfällt oder wenn mir was. Ja, wenn ich dann denken muss bei irgendwas an denjenigen, aber so geplant eigentlich nicht. Nee. Wir machen das jetzt seit 3 Jahren so, dass wir uns auch gegenseitig gar nichts schenken in der Familie. Das Also klappt. Jenny und ich schenken uns gegenseitig was, aber in der Familie halt wirklich nichts, außer nur die Kinder. Und das erste Jahr war komisch, aber mittlerweile finde ich es ziemlich cool. Ja, das Problem ist halt, wir sind ja. Für Kinder ist das unfassbar toll. Das Ja, kannst du wirklich muss vorstellen, auch. gar keine Frage. Aber das ist ja so, das, was wir brauchen, das holen wir uns halt. Wenn es wirklich so Ja. nötig ist. Alles andere ist wahrscheinlich viel zu teuer, um das jemandem zu schenken. Nämlich Ja. ein Auto oder was weiß Ja. ich. Und ich glaube, ich bin dann immer meistens bei Erlebnissen, dass ich Ja. Erlebnisse schenke. Zeit. Zeit quasi. Ja. Und ja, ich bin der Einzige in der Familie, die man leicht beschenken kann, weil ich halt ein Nerd bin und mich immer über Anime-Merch freue und die können sich dann einfach irgendwelche Anime-Spielzeuge aus dem Internet, das hört sich irgendwie pervers an, Anime-Figuren Anime-Figuren aus dem Internet suchen mir bestellen, weil ich selber meistens fast schon zu geizig bin, es zu bestellen, aber wenn ich es bekomme, freue ich mich sehr darüber. Aber grundsätzlich sind es Erlebnisse, Reisen, sowas in der Richtung oder wirklich Sachen, wo ich weiß, meistens ist es sehr, sehr schwer, materiell was zu finden. Habt ihr schon mal ein Geschenk bekommen, wo ihr euch richtig drüber geärgert habt, wo ihr, was soll die Scheiße, das brauche ich gar nicht? Ja, ich hab früher, pass auf, damals hatten wir in der Realschule noch so Wahlfächer, ne? Und ich habe Mumm gewählt, Mensch und Umwelt, das ist so mit Kochen und so. Und dann hat, also jetzt nicht von meinen Eltern oder so, aber so eine Tante, glaube ich, war das, hat mir da eine Schürze geschenkt. Kevin Gürtel, Richtig ja super. schwul. Ja. So nach dem Motto, der wird jetzt kochen, nur weil ich das Fach gewählt habe. Ich habe einfach das Fach gewählt, weil ich nicht dachte, so Französisch, boah, das konnte man auch wählen, aber das wäre mir zu anstrengend gewesen. Ich dachte, Hast du Kochen die wird der Schürze geil, noch? Mann. Bitte? Hast du die Schürze noch? Nein, ich habe gar keine Schade. Schürze. Kevin weiß jetzt sogar die Antwort. Es war dieser Gürtel.
Ja, da habe ich mich nicht geärgert, das war halt dann nur so, ja, gut gemeint, aber Ja, ich weiß, was du nicht meinst. geglückt, so weißt du, so, ja, generell so Bodybuilding-Geschenke habe ich schon mal gesagt, das ist schwierig. Zeigst du es dann in dem Moment auch oder überspielst du es? Nee, ich sag das dann schon. Ja. Also finde ich auch fair, weil Ja. warum sollte ich meine Mutter anlügen, so weißt du, deswegen, ich meine, deswegen liebe ich sie ja nicht weniger, nur weil das halt jetzt gerade nicht so das Richtige für mich war, gut gemeint, das ist ja trotzdem, ne? Aber genau aus so Yes. einem Grund sage ich dann eigentlich immer, schenkt mir nichts. Weil wenn ich was wirklich will, dann hole ich es mir selber. Ja. Ich habe eine Oma, die hat, also zu der habe ich eigentlich gar keinen Kontakt mehr. Die habe ich das letzte Mal gesehen auf ihrem 80. und davor glaube ich zu ihrem 70. Also ich glaube, die weiß nicht mal, wie alt ich bin mittlerweile und so weiter. Und die hat sich, als wir ganz klein waren, noch so ein bisschen bemüht. Mittlerweile gar nicht mehr. Und von der habe ich dann ein Geschenk bekommen. Also ich glaube, die muss irgendwie am Weihnachtsmorgen noch irgendwo in Rossmann reingelaufen sein. Hat in der Chico-Abteilung die ersten zwei Sachen gegriffen, die sie gefunden hat, hat sie eingepackt und dann mitgebracht. Und ich habe ein Opernglas bekommen. Was ist das? Das ist so ein Ding, so ein Fernglas, wo du dir vor die Nase halten kannst, Oh, das würde ich damit feiern. Wie du, wenn du in lustig. der Oper sitzt, halt ein bisschen näher gucken kannst. Ach Ich war 11. so. Und meine Schwester hat einen Hornhauthobel bekommen. Auch 11 Jahre alt, oder? 2 Jahre jünger, 9. Ja, Oh, super. neun. Da brauchst du das natürlich. Hornhauthobel, Alter. Was für... Ja. Sie komplett verwirrt. Dann so 70 Jahre im Schrank liegen lassen Ja, dann. Und jetzt wieder Frage, hast du es noch? Nein. Schade. Es wäre jetzt cool, wenn du jetzt die Brille Ja, rausziehst genau so. Kriegst nochmal. nächstes Mal eins, Dwayne. Ich bring dir eins mit. Geil. Na gut. Also, Weihnachten schön gefeiert und seid auch gut reingekommen ins neue Jahr. Wie habt ihr Silvester verbracht? Wer fängt an? Haut euch. Ja, dann fange ich an. Also wir haben es eigentlich wie fast immer gemacht, zu zweit, gemütlich. Wir haben Raclette gemacht, haben richtig fett aufgetischt. Das war auch, hat so richtig Spaß gemacht. Also erst so mit Fleisch und allem möglichen Gemüse, dann noch so ein bisschen süßes Raclette. Dann haben wir noch einen Kuchen zusammengebacken, einen Zimtschneckenkuchen und der war auch Okay. sehr geil. Ja, ja und dann haben wir halt ein bisschen, ja, was wir halt so konsumieren, sage ich jetzt mal. Und dann, ja. Wie läuft bei Ja, euch so Backen? Wie läuft bei euch was? so Backen ab? Ist es so romantisch Ja, klar. oder Wir einfach so schweben durch die fertig, Küche fertig, und bei fertig? jedes Mal, wenn sie unsere Wege kreuzen, dann küssen wir uns verliebt und schauen sie in die Oh, Augen. herrlich. Nein. Ja, keine Ahnung, was soll ich sagen? Wir backen halt. So, der eine macht das eine, der andere macht das andere. Okay. Die meisten Nee. Schürze oder Nee, da gab es noch. Weihnachtspulli? Ich glaube, ich war sogar ein Boxershort, oder? Geil. Ja. Also doch romantisch. Meister Bäcker, ja, mit der Meister Becker. Sahnespritze. Ja, Zimtmöpse, ja, genau. Was bei euch, Silvester? Also bei mir war es entspannt. Ich bin jetzt nicht feiern gegangen oder sowas, wie es viele andere in dem Alter machen. Du Ich sollst bin doch mit. immer an Silvester, einmal im Jahr. Eigentlich ja, deshalb. Also das war jetzt wirklich meine Ausnahme. Ich bin mit Selina einfach zu meinen Eltern gegangen. Wir haben wirklich nicht gewusst, was wir machen sollen. Deshalb. Und da haben wir dann einfach Brettspiele gespielt. Also so Mensch, ärgere dich nicht und Stadt, Land, Fluss und sowas. Ne? Elfe raus und so. Und ja, dann habe ich noch Essen bestellt. Da hatte halt kaum was auf, habe ich einfach beim Asiaten dann bestellt, Sushi und eine Bowl. Und noch ein Ben Jerry's gegessen. Und dann 0 Uhr sind wir halt kurz rausgegangen, haben ein bisschen das Feuerwerk angeschaut und sind nach Hause gefahren und gepennt. Das war's eigentlich. So, Ja. Dwayne, jetzt musst du auch ein Feuerwerk liefern hier. Also, wir waren im Berghain, haben gezogen. Nein, Quatsch. Nein, bei uns war, also, wir hatten mehrere Optionen und ich war auch bereit dazu, was zu machen hier. Und ja, dann kam wirklich ein Tag davor wirklich so ein Mut rein, dass ich auf nichts Bock hatte. Ich hatte wirklich, war auch ein bisschen zu schulden, dass ich mein Urlaub so ein bisschen verkackt war, dass ich einfach nichts Bock hatte. Deswegen haben wir uns einen gemütlichen gemacht und ja, war wirklich komplett entspannt. Eigentlich wirklich wie bei uns allen sonst, ja. Bin ich auch jemand, der eigentlich an Silvester gerne was macht, aber ich hatte diesmal wirklich gar keinen Bock. Ich hoffe, dass es beim nächsten Mal anders ist. Ja.
Wir haben ganz entspannt hier zu viert gefeiert mit einem befreundeten Pärchen. Liebe Grüße, die hören sicherlich zu. Haben mexikanisch gekocht und ein Krimi-Dinner ausprobiert zu viert. War ganz witzig eigentlich, tatsächlich. Krimi-Dinner. Ja. Was heißt das? Also du kannst irgendwie bei Amazon so Krimi-Dinger bestellen und die schicken dir so einen Umschlag zu mit so einem Fall, einem Kriminalfall und mit Beweispapieren und so weiter. Und du musst halt zu viert versuchen, diesen Fall zu lösen. Das ist doch cool. Das war ganz Irgendwie cool. schon cool, ja. Also ein anderes Spiel. Und dann ja, wie gesagt, um Mitternacht raus und irgendwie, dann haben wir noch bis knapp 5 Uhr hier rumgesessen und uns halt unterhalten und ja, das war mein Silvester. Relativ unspektakulär, aber am nächsten Tag habe ich auch gefühlt, dass man gesoffen hätte, wenn man einfach spät ins Bett kommt, ne? Ich kann Ich es nicht musste hören, arbeiten Alter. um 13 Uhr, Alter. Ich war auch voll am Arsch, ey. Das ist echt so, wir sind eigentlich, so, eigentlich mal für den Rentner-Lifestyle, ne? Mal morgens, außer Kevin, so abends um 10 ins Bett und immer geregelt essen und trinken, die Pillen nehmen Ja, dazu. die Pillen nehmen wir. Wenn du Ja. dann irgendwie mal ein bisschen außerhalb der Reihe tanzt, ey, sofort merkt man das. Frage der Frage natürlich jetzt für 2024, habt ihr euch Vorsätze oder Ziele gesetzt, beziehungsweise haltet ihr generell davon? Hab mir doch letztes Mal schon, ne? Ja, klar, aber die anderen waren ja nicht dabei. Da wäre es für die anderen interessant. Also noch, ich glaube, das habe ich noch nie gemacht. Also ich hab immer irgendwelche Ziele. Und als Beispiel war das so, als ich aus Schweden, nee, aus Berlin wiedergekommen bin, wollte ich wieder 100% Bodybuilding leben, weil es mit meinem Knie gerade läuft, es funktioniert. Und dementsprechend war das so, ab dem Punkt, wo ich in Gummersbach war, direkt angefangen. Das war 3 Tage, 4 Tage vor dem ersten. Das ist für mich der 31. auf den ersten. Das ist für mich einfach nur ein Tag, wo man feiern könnte. Aber da gibt es für mich keinen Grund, irgendwas zu feiern, ja, nicht zu feiern, irgendwas, irgendwelche Vorsätze sich zu setzen. Deswegen war das noch nie bei mir so und es wird wahrscheinlich auch noch nie so, wird auch nie so sein. Wenn ich auf was Bock habe, mache ich es direkt. Kevin nickt nur. Ja, sehe ich genauso. Also ich habe eigentlich durchgehend Ziele. Was ich lieber mache, ist dann am 31. so mal das Jahr Revue passieren zu lassen, dann wirklich zu gucken, was war gut, was war schlecht, worauf bin ich stolz, worauf nicht. Und anhand dessen kann man, dann, wenn man dann so mal so ein bisschen an Gedanken ist und das so ein bisschen reflektiert, dann kann man ja auch dann so für sich zu kleineren Schlüsse fassen, okay, das vielleicht nächstes Jahr besser machen. Aber jetzt so konkrete Vorsätze, also, sehe ich genauso wie du hin. Also ich finde auch dieses schwachsinnige, oh, ab dann und dann ziehe ich es durch und bla bla bla, das ist eh in, ich glaube, 95% der Fälle klappt es eh nicht, weil die suchen nur einen Anlass, um sich das vorzunehmen und dann scheitern sie eh wieder. Also das hört man ja, ich meine, als Fitnessstudio-Besitzer zum Beispiel, das ist ja dein Brot quasi, wovon du lebst, wenn du diese ganzen Neuanmeldungen dann hast an Neujahr, die gehen dann 3, 4 Wochen hin oder bis die ersten Sonnenstrahlen rauskommen maximal und dann war es das wieder und dann, ja, davon leben halt die Fitnessstudios eigentlich, also so habe ich mir das mal sagen lassen, dass in den ersten 3 Monaten von einem Jahr der Erfolg dann da entschieden wird. Von dem her für die Szene ist es gut, aber ja, wie gesagt, ich habe auch keine so, halte ich auch nichts von. Also ich bin doch, wenn man so an die Sache rangeht, das kann ich eben sagen, das wird nichts, das musst du irgendwie einfach entscheiden und dann, wie gesagt, einfach machen. Also, da hilft dir der erste Jahreswechsel auch nichts. An euch und die Zuhörer würde mich mal interessieren, wer hat sagen wir, jemand, der länger als 3 Jahre trainiert? Wer von euch hat angefangen an Neujahr? Wie war es bei euch? Also habt ihr an Neujahr angefangen oder war das bei euch einfach mittendrin, weil ihr, was weiß ich, euch scheiße gefühlt habt? Ja, mitten im Jahr. Mitten im Jahr, Ja, ne? einfach so angefangen. Ja, ich habe einen Anis auf Ja. die Fresse bekommen, nicht Silvester. Was hast du gesagt? Ich habe nicht Silvester auf die Fresse bekommen, also es war wann anders. So was an. Ja, weil ich meine, die meisten, die Neujahr anfangen, habe ich den Eindruck, vielleicht irre ich mich, deswegen frage ich, die fange ich an Neujahr an. Das ist halt, ja. An alle, die jetzt Neujahr angefangen haben, ich wünsche euch viele erfolgreiche Bodybuilding-Jahre oder Sportjahre oder irgendwelche anderen Fitnessstile. Aber ich glaube, das ist eher, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Ja. Es ist halt, glaube ich, dieses Ding, wenn du halt wirklich dich hinsetzt und reflektierst und irgendwie halt merkst, okay, das und das ist irgendwie falsch gelaufen, da würde ich gerne was in Angriff nehmen und du hast so vielleicht auch kleine Änderungen, die du einstellst und daraus entwickelt sich was, dann glaube ich, kann sowas funktionieren. Aber wenn es jetzt dieser blinde Aktionismus ist, zu sagen, ich ändere jetzt am 1.1. mein komplettes Leben und dann auch gleich irgendwie fünf verschiedene Dinge, die ich auf 180 Grad umkrempel,
jetzt fünfmal die Woche zum Sport, kein Zucker mehr, kein Alkohol mehr, ja, dann weißt du ganz genau, das machst du maximal einen Monat und dann ist Schluss. Und auch Ja. diese ganzen Challenges, jetzt hier 31 Tage machen wir das und das und wir Trainingsgewohnheiten an. Das wird nicht klappen. In den meisten Fällen Ja. zumindest nicht. Aber jetzt mal, würde mich mal interessieren, Dwayne, du bist ja da im Sports Inn und auch mit deinem Supplement-Shop und Martin, du als Coach natürlich auch. Merkt ihr jetzt gerade, dass der irgendwie so ein Januar-Hype rüberschwappt? Also hast du jetzt gerade ganz, ganz viele Coaching-Anfragen, Martin? Oder Dwayne, merkt man jetzt, dass bei dir irgendwie Leute reinkommen und sich vermehrt Eiweißpulver kaufen? Coaching-Anfragen und mehr, also ich kann jeden wirklich Anfang des Jahres immer sehen, Coaching-Anfragen sind am höchsten im Januar und Februar und Shop genauso. Januar, Februar läuft es am besten. Also ja, hundertprozentig, gar keine Frage. Das ist unsere Saison. Ja, also bei mir, ich merke jetzt auch, dass vermehrt Coaching-Anfragen kommen. Es war aber noch extremer, fand ich jetzt nach der Saison. Also als die Herbstsaison rum war, da kam ein größerer Schub, fand ich. Also bisher, also es ist ja, hat ja erst angefangen, vielleicht kommen da noch welche. Es fängt Aber an, jetzt wird es anfangen, so meine ich jetzt das. fängt es wahrscheinlich erst an. Ja. Ja. Und ein paar Anfragen hatte ich schon tatsächlich. Das sind dann aber auch meistens Leute, die so ein bisschen erschrocken sind, wenn du den Preis nennst. Na, weil das so Leute sind, die halt keine Ahnung haben, was Coaching bedeutet oder was da normal ist, was man da für Geld monatlich zahlt. Und ja, das ist dann immer so witzig, wenn die dann fragen, was kostet es denn? Und eigentlich steht es auf meiner Website drauf, so ganz genau, was es kostet. Dann weiß ich schon bei dieser Frage, okay, wenn ich jetzt den Preis sag, dann sind die abgeschreckt. Na, aber ist halt so, was wir es machen. Ja. Wie seht ihr das, wenn sich jetzt Leute bei euch melden, Anfang des Jahres und sagen, hier, ich will dieses Jahr was mal komplett durchstarten, mir meine Ziele erreichen, bla bla bla. Natürlich werdet ihr die sicherlich annehmen wollen, weil Kunden sind Kunden, in Anführungsstrichen, ihr seid ja auch ein Dienstleister, aber geht ihr da schon mit der Einstellung rein, ja, mein Lieber, mit der Motivation werden wir wahrscheinlich jetzt hier ein halbes Jahr Spaß haben und dann bist du eh wahrscheinlich wieder weg. Also ich denke, die Motivation, also ich gehe immer mit hundertprozentiger Motivation rein, gar keine Frage, aber ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin oder das machen bestimmt auch ein paar andere Coaches, ich muss die Leute ein bisschen auf den Boden holen, weil der normale Mensch denkt halt wirklich, er kann in einem Monat, keine Ahnung, es gibt Leute, die keine Ahnung, sehen mein Bild Ja. auf mein Bild, da hängt ein Bild von mir Geil. im Kampf, so will ich in einem halben Jahr aussehen. Ja, genau. Weißt du, was ich meine? So, also ich versuche den Leuten wirklich klar zu machen, dass das alles Zeit braucht. Ja, auch erstmal einfach nur normalgewichtig zu sein, wenn man übergewichtig ist. Das versuche ich allen ganz am Anfang klarzumachen, die noch fast gar nichts mit dem Sport zu tun haben. Das ist auch irgendwie frech, finde ich das schon, wenn Ja, sowas kommt. ich war auch schon beleidigt, aber. Weil du über Jahre lang dir den Arsch dafür jeden Tag aufreißt. Die wissen gar nicht, was dahinter steckt. Ja. Und die denken so ein bisschen trainieren. Ich habe auch mal eine Frage bekommen, das ist jetzt kein Witz, jemand, der mir ein Bild von Chris Bumstead geschickt hat und gefragt hat, ob das in dem Jahr Coaching drin ist. So würde er gerne aussehen. Ich denke mir so, du wirst in deinem ganzen Leben nie so aussehen, egal was du machst. Ja. 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 Wird sein Ja. Leben zerstört. Ja, gibt da so Leute, ne? Aber. Ja, es ist, wie du sagst, für mich ist das mittlerweile, also ist das schon mein Herz ist gebrochen, aber das ist halt Unwissenheit. Dieses Kennst du die ist. Leute, die nicht einschätzen können, wie viel Gewicht sie verlieren müssen und dann so sagen, ja, ich glaube, es müssten so 10 Kilo runter. Und du schaust Ja. dir das Bild an und denkst so, hä, da müssen mindestens 30 Ja, runter sein. ja. Vor allem bei Ja, Newcomern, die Wettkämpfe machen. ja wenn Ja, die so ein wüssten, was krasses da Ding. weggeht, ja. Ja. Du wiegst Das ist nachher 60 normal. Kilo, Oder denke wenn ich mir sie, so. oder die, gerade die Männer, die dann denken, sie haben mega Muskeln. Und ich schaue mir so an und denke mir, Digga, Das man wird sieht alles nicht mehr, dass du weggehen. Bodybuilding machst, wenn du fertig bist mit der Diät, also wenn du ein T-Shirt an hast. Das ist, ja. Das Wie sind die oft? so ein bisschen dickere Arme haben, aber halt so voll die Quantität. Weißt du, so einfach Genau. Speckarme und die haben dann so ein enges T-Shirt an und machen dann Ja. so vom Spiegel. Dieses, So. Aber die sehen auch brutal aus, ne? Also man muss ja ganz ehrlich sagen, die haben da richtig dicke Ja. Keulen, sehen Ja, brutal aber warte gesund mal ab, bis aus. die sich ausziehen. Dann Genau, siehst du dann die stehen die irgendwie auf leider einmal drin. Die wirklich. ziehen sich aus und denkst nur. Ich habe meinen Blick darauf komplett verändert mit diesem brutal, weil ein dicker Arm ist für mich nicht gleich ein dicker Arm. Wenn ein dicker Arm ohne Adern drauf ist, für mich ein Scheißwert. Das Ist ist. einfach ein Fettsackarm, so. Ist einfach Ja, so. genau. Das kann Wie bei jeder. Frauen mit dem Gluteus. Ist einfach so. Also, Ja, ich lasse genau. mich davon schon lange nicht mehr blenden. Also, ich sehe das. Ich kann mittlerweile eine Frau sehen in der Leggings und ich weiß direkt Ja. Qualität. Also, ist es wirklich gut oder ist es einfach nur Fett? Ich Ja. kann auch mittlerweile auch durch die ganzen Vermessungen und so direkt sehen, wenn eine Person, also ich hört sich jetzt hart an, aber ich weiß immer, wenn ich eine Frau sehe, wie sie nackig aussieht. Immer. Da hilft keine perfekte Leggings. Der Ich hab einen Röntgenblick. Röntgenblick mittlerweile. Ich weiß einfach, wie eine Frau nackt aussieht. Ja, wie die Beine aussehen, wie der Po aussieht. Ich sehe das. So, das ist halt einfach so, ne? Nicht sexuell gemeint, sondern es ist einfach die Erfahrung.
Und Ein Superkraft. Er weiß, wie die Nippel aussehen. Da müssen Sie bei dir Er mal weiß, wie der nachfragen, ob er jetzt Intimbereich mal. aussieht. Ja, bei manchen weiß man es halt wirklich, ne, mit den TVO-Leggings. Ja, Da weißt du auch, wie es innen aussieht. genau so. Genauso wie Martin gerade sagt, ich weiß nicht, wie oft schon gehört. Ja, also wenn ich fertig bin mit der Diät auf der Bühne, ja, dann schwiege ich 91 Kilo. Mein Satz war, ich wette, unter 80. Wir machen die Wette. Ich hatte immer recht. Ich hatte immer recht. Die verschätzen sich immer um 10 Kilo. Auch noch so 5 Habe ich aber Kilo, dann damals sieht man auch so Sixpack. gesagt. Genau. Ich habe mich immer voll unterschätzt. ich hab mich damals auch mega überschätzt. Ich bin da auch, ich habe es noch genau vor Augen, wie ich bei so einem Typen im Supplement-Store stehe, der war auch Trainer, aber nicht mein Trainer. Und hat halt so gefragt, ja, was hast du vor und so? Und ich so, ja, Wettkampf, Bodybuilding und so. Und ja, ich stehe so mit 90 Kilo, stehe auf der Bühne und der auch so, Junge, ich presse den Stuhl da, wenn du 90 Kilo wiegst, wenn du fertig bist. Und was waren es dann? 77, Bei ne? meinem ersten Wettkampf, ich hatte 83 Kilo, aber ich bin auch relativ groß. Und damals, ich habe mich für die Juniorenklasse 2 angemeldet. Es gab damals 1 und 2 und 2 war die schwerere. Und dann bei der Anmeldung hat mir der Spiros Memos gesagt: Junge, willst du nicht lieber Classic machen? Schau dir mal die Koffer an, die neben denen du stehen wirst. Also so krass habe ich mich überschätzt. Ich habe gedacht, ich werde da richtig krass. Na, und dann musste ich sogar mich runterstufen noch. Wie viele Na, Kilos musstest das du abnehmen gleiche. bei deiner ersten Diät? Ich Bei glaube meiner? 30. Bei mir auch 30. Noch 27 Kilo. Und ich Wow. bin klein, Bei richtig klein. dir? Ja. 27 Kilo? Ja, Ja. aber er hat auch die Hardcore-Klaus-Maibrum-Diät gemacht. Und er Ich war habe von todesshredded, muss man 95 schon auf sagen. 68. Ui. Ja, Er ich war habe schon schon. todesshredded. Er Ja. war schon richtig runter, Er war auch todesfett vorher. Mach mal 100. Aber jetzt im Ernst, ich meine, wie viel hast du gewogen? Auf der Bühne? Nee, nee, bevor du die Diät angefangen hast. 95 war Maximum. 95, also warst du Ja, richtig kuschelig. jo. Und Klaus sagte halt zu mir: Versuch mal bis Weihnachten auf 100 zu kommen. Und da habe ich mir diese Egal wie. Energy Cake, kennt ihr die? Na Ja, klar. früher Die war voll Adventskalender gegessen. gekauft, 2 Stück. Und habe jeden Tag erstmal zum Frühstück 2 Energy Cakes oben drauf. 1000 Kalorien, der eine hat 500, glaube Das ich. war so eine richtige Heiko Kaibach Offseason, war das. Ja. Oh. Ja. Ah ja, musste auch ein bisschen was Wie runter. lange hast du Diätet? Lange. Also 68 Kilo hatte ich, glaube ich, im Mai und wir haben am 1.1. angefangen und gleich auf 1800 Kalorien. Aber war das die Form, wo du so hart warst? Ja. Da hast du aber eine gute, nette Genetik, muss ich sagen. Kann Also sein, ja. meine, Ja. bist du Aber high hatte und zumindest jetzt habe ich mir alles zerschossen. alles, ja. Ja, ich war, ihr wisst ja, wie ich ausgesehen hatte. Na, ich muss sagen, also von den Bildern, die ich gesehen habe, warst du gut hart. Das war, Hart war ich. ich Halt nur weiß fürs nicht, ob du jetzt Gesicht. viel Muskeln abgeworfen hast. Ich weiß nicht, wie du davor aussahst, aber die Form war gut. Ja, dünn. Ganz dünn. Aber ja, hart. Hart und dünn. Hat auf jeden Sagst du, du hast Fall noch stark Muskeln abgebaut? voll. Voll, okay, ja gut. Also die Kraftwerte, die ich vorher hatte, habe ich nie wieder erreicht. Also Ja, du ja. warst noch nie wieder so fett, ne? Nee. Nee. Aber auch vorher, bevor ich mich hochgefressen habe, da hatte ich auch ganz andere Kraftwerte. Wart ihr früher auch stärker mal? Ja. Ich habe das Gefühl, ich war früher mal stärker als jetzt. Ganz komisch. Ich So bin mit 19, vorsichtiger. 20. Wahrscheinlich hat die Ausführung hat wahrscheinlich nicht so gestimmt wie jetzt oder nicht so aus Ich dem hatte das Muskel Thema raus. auch letztens mit Anton in Prag, haben wir da kurz drüber geredet, dass es uns beiden so vorkommt, dass wir auch gar nicht mehr so viel Gewicht brauchen, einfach irgendwie, um die Effizienter Ermüdung kannst zu du. erreichen. Also wir haben dann auch gesagt, das hat bestimmt was damit zu tun, dass wir immer besser die Muskeln ansteuern können und Ja. immer kontrollierter arbeiten können. Ja, ich denke mir auch oft, wenn mir Leute sagen, ich drücke das und das, wenn ich so ausführen würde wie die, würde ich mir erstmal was abreißen, aber ich würde genau dasselbe drücken. Weißt du, was ich meine? Das ist halt, wir steuern ja wirklich, wenn wir dann, sagen wir jetzt mal, keine Ahnung, Brustpresse machen, steuern wir ja wirklich, versuchen wir das ganze Gewicht auf die Brust zu setzen, anstatt Schulter, Trizeps, wie auch immer. Dementsprechend ist das alles für uns einfach nur effizienter. Wir können einfach effizienter die Muskulatur und das Gewicht dementsprechend auf die Muskulatur ansteuern. Deswegen, so ist es bei mir auch. Und das ist ja quasi dasselbe. Die Ausführung sorgt dafür natürlich, dass ich weniger Gewicht benutze als damals. Ich habe letztens ein ganz altes Logbuch von mir wiedergefunden. Aus dem Jahr 2012, 2013, glaube ich. Ui. Jo, viel stärker Und? bin ich nicht geworden. Aber halt, wie gesagt, die Optik hat sich extrem verändert. Ja. Eben, siehst du mal. Ja. Ja. Ja.
Was ich noch mal anfangen wollte für die ganzen Neujahrsvorsätze, also es gibt ja so die klassischen Dinger, so nach dem Motto, ich möchte abnehmen, ich möchte regelmäßig zum Sport gehen und auch ich möchte auf die Bühne das erste Mal. Für die Leute, die jetzt bei Martin sich auf ein Coaching beworben haben, aber ja erstmal schlucken mussten, weil der Preis viel zu frech ist, also viel zu teuer, ja, bei Martin. Was könnt ihr diesen Leuten so als vielleicht den Nummer 1-Tipp mit auf den Weg geben? Wie können sie ihre Ziele am besten erreichen? Abnehmen, Prioritäten regelmäßig setzen. Sport und. Prioritäten setzen und das Coaching kaufen. Wie jetzt ohne das Coaching zu kaufen Ohne dass oder man wie? jetzt, Sie wollen jetzt nicht bei Martin ins Coaching gehen, die brauchen jetzt Leute euch, aber mal vielleicht so den letzten Tipp, wie sie ihre Ziele besser erreichen können. Also für all die Ohne Leute, die Coach. jetzt sich Vorsätze gesetzt haben, aber keine Lust, keine Zeit, kein Geld dafür haben, ins Coaching zu gehen, was können wir den Leuten ans Herz legen? Sagen wir mal 5 Tipps. Aus 5 Tipps würde ich sagen, Technik lernen beim Training. Kalorien zählen und dementsprechend, wenn man jetzt aufbauen will, Überschuss haben, stärker werden und einfach, heißt es Konsistenz, immer dasselbe tun, dasselbe essen, dasselbe machen. Ja. Keine Ausnahme oder nicht, mal da Pause, mal da Pause und auf die Gesundheit achten. Diese 5 Tipps würde ich geben. Oder ja, diese, ich glaube, das sind die teilweise 5 wichtigsten Tipps für jemanden, der sich jetzt kein Coaching holen will. Aber holt euch ein Es Coaching. gibt ja, so grobe Formeln, ne? Zum Beispiel so und so viel Gramm Eiweiß pro so und so viel Kilo, ne? Geh einfach mal nach einer groben Formel, bastel dir so einen Ernährungsplan, kannst du deine App tracken und ungefähr schauen, dass du genau auf diese Makros kommst. Dann mach das mal ein paar Wochen und dann mach regelmäßige Formchecks für dich selber, also Bilder, vergleich die Bilder, vergleich dein Körpergewicht und dann dementsprechend kannst du den Plan ja feintunen. Das heißt, entweder wenn du abnehmen willst, schraubst du ein bisschen Kalorien runter, wenn du zunehmen willst, schraubst du ein bisschen hoch, beobachtest es wieder ein paar Wochen und so weiter. Na, und dann halt im Training versuchen, wirklich am besten mit Logbuch, so wie Torben das früher gemacht hat. Das heißt, wirklich aufschreiben, was für Gewichte ihr nehmt und da versuchen, stärker zu werden. Genau. Also was ich euch empfehlen kann, wenn ihr keinen Bock auf Coach habt, lernt, wie ihr Kalorien ausrechnet. Das lernen, damit ihr Bezug zu der Nahrung habt. Also was sind Kohlenhydrate, was ist Eiweiß, was ist Fett, wie viel brauche ich von demjenigen und wie rechne ich daraus meine Kalorien. Das ist schon mal ein guter Grundstein. Und dann wäre es vielleicht nicht verkehrt, wenn man keinen Bock auf Coaching hat, irgendjemanden zu suchen, der Ahnung hat und der vielleicht trotzdem mal einen Ernährungsplan erstellt. Und damit ihr dann wisst, wie sowas aufgebaut sein muss. So, und mit dem Wissen, was ihr euch dann ein bisschen angeeignet habt, könnt ihr dann auch diesen Plan dann quasi selbst nochmal ein bisschen verändern. Und was ich auch dann auf der Mindset-Ebene ganz wichtig finde, erlaubt euch in den ersten 2 bis 3 Wochen keine Ausnahmen. Ja. Kein Cheat, kein gar nichts, sondern Ja. zieht es einfach mal 2 Wochen komplett 100% durch, egal was passiert. Und das ist dann so die Zeit, also war es bei mir zumindest, oder das ist auch bei vielen, die ich kenne. Das ist dann die Zeit, wo man das dann so ein bisschen in seinen Ablauf quasi eingebaut hat und so ein bisschen verinnerlicht hat. Und dann wird es auch leichter, sage ich jetzt mal. Also am Anfang fällt einem das natürlich mega schwer, diese ganze Umstellung und alles und sich immer an alles zu halten. Aber ich finde, nach diesen 2 Wochen, das ist so für mich so die magische Zeit, die du das durchziehen musst, um dann eben das so ein bisschen zu verinnerlichen, damit es dir dann auch leichter von der Hand fällt und nicht mehr so zum Zwang, also oder na, wie sagt man? Ja, wo es halt nicht mehr so schwer fällt, das umzusetzen, sondern wo es dann Ja. auf einmal ein bisschen mehr von selber läuft, so, ne? Ja. Und so, ja, so kann ich Tipps geben. Und wie gesagt, also vor allem sich selber da weiterbilden. Wenn man sagt, man hat keinen Bock auf Coaching und kein Geld, dann nicht Ja. irgendwie frei Schnauze da was machen, sondern wirklich so eine Basis schaffen, dass du ein bisschen weißt, was ist, wie, ja, wie funktioniert das alles. Und dann, ja, klug vorgehen. Das alles runterschreiben und bitte keine fancy Übungen machen. Wenn ihr ja nicht keine Lass Muskeln den habt. Ilja glatt pullern weg. Ja, genau, Daran dieses Scheiß, ich kann habe sie ich nicht mehr. gedacht. Hört auf damit, macht einfach normale Übung. Ja. Also ich glaube, alle, die jetzt wirklich auf die Bühne sollen, Leute, holt euch einen Coach, wirklich. Das ist einfach das Cleverste, was ihr tun könnt. Wenn es Ja. jetzt nur darum geht, dass ihr euch ein bisschen mehr bewegen und abnehmen wollt, vielleicht noch so ein paar Tipps. Sucht euch jemanden, der dieselbe Mission hat und verabredet euch, dass ihr eine Ja. Verpflichtung habt dem Gegenüber, dass ihr euch immer treffen müsst und so. Es ist ein zweischneidiges Schwert. Ich rede Weil. jetzt nicht von den Leuten, die halt sagen, sie wollen Bodybuilding machen. Das ist was Nein, aber anderes. du kannst dich dann auch irgendwann ganz gut gegenseitig selbst bestätigen, warum du es heute nicht durchgezogen hast. Und was, du hast auch nicht durchgezogen? Ach ja, ich auch nicht. Ich mache mir keinen Kopf so. Okay. Morgen wieder, ne? Morgen, Brudi.
Ja, dann macht das vielleicht sogar so, dass ihr eine Wette draus macht, dass ihr sagt, hey, komm, bis März machen wir so und so viel Kilo weg. Und dann hauen wir da jeder halt 300 € in so ein Glas. Und wer zuerst das, ja, wer nachher mehr abgenommen hat, kriegt die 300 €. Vielleicht nochmal so eine extrinsische Motivation. Ich hatte sowas, ich hatte schon Coachings, die sowas gemacht haben. Und das hat wirklich bei denen echt gut funktioniert. Die haben sich gegenseitig geisteskrank motiviert. Also jetzt gut Witz. Ja. Ja. Es kann halt helfen, wenn du halt mal keinen Bock hast, dass du dich dann trotzdem hochquälst, weil der andere wartet ja gerade im Gym, ne? Dann generell, auch wenn ihr keine Ahnung von Ernährung habt, lasst einfach mal alles Verarbeitete weg. Je länger die Zutatenliste auf Verpackung, desto blöder ist das Ganze. Versucht mal irgendwie, ja, unverarbeitete Lebensmittel zu essen, proteinreich zu essen, das könnte allein auch schon helfen. Und nicht die Lebensmittel, wo Protein draufsteht. Protein-Pudding, Ja. Protein-Joghurt und so. Ja. Proteinmilch habe ich in Schweden gesehen. Proteinmilch und warte, was hatte das? Stimmt, Proteinmilch, ne? 6,5 Gramm Eiweiß auf 100 Milliliter. So Und eine übelst Verpackung. viel Zucker wahrscheinlich, ja? Ich glaube, Zucker war ein Gramm mehr als sonst. Okay. Zwei Gramm mehr als eine normale Milch, Alter. Es ist so, ey, wirklich. Ja, trinkst du 100 Milliliter Milch mehr und dann hast du den gleichen Proteinbedarf. Aber es funktioniert. Ich war auch erstmal direkt, wow, cool. 60 Gramm auf Proteinmilch. Liter. Keine Kalorien trinken. Und macht euch euer Essen schmackhaft mit Gewürzen und so weiter. Das ist auch ein Game Changer. Und ansonsten, ja, das sind so die ersten Dinge, die ich jetzt irgendwie mit uns. Und sucht euch etwas, was euch Spaß macht. Zwingt euch jetzt nicht in irgendein Trainingssystem oder sowas, wo ihr keinen Bock drauf habt. Ja, Spaß ist Ja. ganz wichtig Wenn bei der ihr lieber irgendwie Squash spielen wollt, dann geht Squash spielen, Alter. Hauptsache, ihr habt Spaß an der Sache, geht da gerne hin und bewegt euch. Darum Was ich geht's. auch immer sehr empfehle, ist vor allem Anfänger, dass die sich nicht direkt stressen, wie du gerade meintest, Tom. Ja, ich fange jetzt an, fünfmal die Woche. Hundertprozentig, weil die ziehen das eh nicht durch. Die stressen sich direkt damit, gehen fünfmal die Woche, dann irgendwann nach einem Monat ist es nur noch dreimal die Woche. Die ärgern sich darüber, dann gehen sie gar nicht mehr. Setzt euch wirklich erstmal ein realistisches Ziel. Fangt mit zwei, drei, sag ich es einfach mal, zwei, dreimal die Woche an. Normale Sportler, guckt, wie es sich anfühlt, macht es zu einer Gewohnheit und dann könnt ihr steigern auf vier, fünfmal. Aber nicht direkt zu extreme Ziele setzen, weil die haben meistens meiner Erfahrung nach am Ende keinen Bock. Und macht sie auch messbar, ne? Also irgendwie ein bisschen abnehmen ist halt auch Quatsch. Sagt einfach, ich möchte jetzt im ersten Monat ein Kilo, im zweiten Monat dann den zweiten Kilo, keine Ahnung. 12 Kilo über ein Jahr sind viel. Es müssen ja nicht direkt in den ersten 10 Wochen 12 Kilo sein. Gut. Kommen wir mal weg von den ganzen Neujahrsvorsätzen, weil da haben wir doch genug drüber gesprochen, mal ein bisschen mit zur Szene. Und da gab es irgendwie gerade so einen ganz großen Umbruch bei Gannikus. Ja, habe ich gesehen. Ich habe jetzt die Podcasts leider noch nicht gehört. Ich Also auch schon. Danny hat wohl jetzt anscheinend das Ruder da übernommen, was ich persönlich cool finde, weil ich mag Danny sehr gerne. Ich mag Und Danny auch, ja. Marcel ist raus und Mike Sommerfeld ist raus. Ich habe, wie Adolf gesagt, die auch. Adolf Podcast-Folge noch auch. nicht. Adolf Adolf auch? auch? Die sagen in dem Podcast, dass beide draußen sind. Oh, hast du da mehr Informationen, warum? Ja, anscheinend haben beide nicht so performt, wie sie es im Oh! Vorfeld erwartet haben. Marcel das gesagt? Ja, irgendwie waren beide. Bei beiden ist irgendwas gescheitert. So. Ich habe das nebenbei so gehört, aber das habe ich so mitgekriegt, dass am Anfang lief es irgendwie ganz gut, aber trotzdem hat es am Ende zu nichts geführt. So. Ja. Was? Ja. Also das würde mich auch wundern. Also, no front, aber auch irgendwie schon. Aber es ist halt einfach wirklich eine Frage von mir. Wer kauft über Adolfs Kurt? Kurt. Ja, also, also meiner Meinung nach den ganzen Sachen und sowas. Ja. Wer macht das? Mike könnte man noch rechtfertigen. Ey, er ist ein Olympiaathlet. Wir wollen ihn noch unterstützen. Verstehe ich vollkommen. So, wir wollen Deutschland weiterbringen, damit wie auch immer. Aber Adolf hat mich schon gewundert, dass er nicht schon schneller geflogen ist. Ja. Ja, vor allem nach der Aktion letzt mit den Ja, Masken. ja. Ja. Ja, und Danny, ich denke, also keine Ahnung, für mich war irgendwie Danny mittlerweile das Gesicht von Garnikus. Ja. Voll, voll. Ja. Deswegen, es hat auch super immer gemacht. Dementsprechend freut es mich eigentlich. Ich denke mal, jetzt hat Marcel sehr viel mit Krypto und ich glaube, der hat andere Business oder andere Geschäfte aufgemacht. Gehe ich jetzt mal von aus, ich habe mir keinen Podcast angehört, dass er einfach keine Zeit mehr für kein Geld hat. Ich glaube, der hat seine ganzen Prioritäten im Leben geändert. Also auch so sein, ja, dass er nicht mehr so im Bodybuilding wirklich im Game drin ist Ja. und sowas. Ja. Also ich fand das jetzt nicht so überraschend, bin ich ehrlich, dass Ich der finde es jetzt. aber krass, weil ich Gannikus halt noch kenne, als er das halt Ich schon auch, ja, ganz von klein, früher. ganz klein betrieben hat und großgezogen hat und was es Ja, jetzt ne? für ein Unternehmen geworden ist und auch für ein Medium, sage ich jetzt mal in Deutschland. Ich meine, das ist ja schon, ich glaube, eins der oder wenn nicht sogar das größte Bodybuilding-Medium in Deutschland.
Und deswegen finde ich schon krass, dass er raus ist, weil es ja, wie gesagt, so sein Baby ist, wenn man sich das so ein bisschen vorstellt. Man hat es so gekämpft und großgezogen und dann mit Supplements auch noch. Und ich meine, jeder, der sich ein bisschen auskennt, der weiß ja, was da dahinter steckt für Arbeit. Und deswegen finde ich es halt krass. Ja, schade kann ich nicht sagen, weil es mir im Endeffekt wurscht sein kann, aber ja, hat mich schon ein bisschen, ja, mich hat es ein bisschen überrascht, weil ich dachte dann so als Geschäftsführer, dass er dann da drin bleibt und alles und da so ein bisschen die Fäden zieht. Aber wie Martin schon sagt, man hat halt auch mitbekommen, dass er mit der Bodybuilding-Szene nicht mehr so viel zu tun hat. Wenn er dann auch mal was dazu gesagt hat, sage ich jetzt mal in den Podcasts, wenn die dann ihre Roundtables oder sowas hatten, hat man schon gemerkt, der ist da nicht mehr so Nicht mehr richtig so drin. drin, weil er so ein bisschen geredet hat und dann dachte ich mir so, Digga, ja, ist vorbei, ne? Also, ja, und deswegen, ja. Meint es wurde von Danny gekauft oder einfach wirklich übergeben? Also wenn du in die, du kannst ja schauen, wer Geschäftsführer ist und anscheinend ist eine Frau Geschäftsführer. Ja, das war auch Ja. schon vorher. Das war ja schon Auch vorher vor schon, ein, zwei okay. Monaten oder so, hat er schon übergeben als Geschäftsführer, Okay, weil er meint, er will das habe sich ich ein bisschen aus dem gesehen. operativen Geschäft rausziehen. Aber ich hätte ja wirklich gedacht, dass er noch so als stiller Teilhaber irgendwie dabei bleibt. Weil er, wie gesagt, das war ja sein Baby, der hat das Ding großgezogen. Ne? Er ist Ich Galenikus glaube, gewesen. Ne? ein bisschen Kohle zieht er da schon noch raus. Ich Ja, glaube auch. bestimmt. Ich habe den Eindruck, dass, also so wie ich die Stories verfolge, Dubai und, dass der ganz andere Geschäfte am Laufen hat. Also hört sich jetzt voll negativ an, aber keine Ahnung, dass er da Business gemacht hat. Ja. Trading oder so ein Kram oder so. Und deshalb wahrscheinlich das einfach zu zeitintensiv wäre, weiter bei Garnikus zu sein. Gehe ich von aus. Keine Ahnung, das ist jetzt einfach nur eine Mutmaßung. Ja, wir spekulieren Ja, hier oder gerade mal vielleicht hat er auch wild. einfach die Motivation verloren für die Bodybuilding-Szene und geht dann halt, Oder wie du was? schon sagst, bei anderen Geschäften irgendwie dann zu voll mit rein. Ich meine, da muss man sich ja auch erstmal einkämpfen. Wenn man so diese Kryptowährung-Zeugs anschaut, steckt ja auch einiges dahinter, wo du Zeit brauchst und dich da reinlesen musst und reinfuchsen und sowas. Und da musst du auch eine Begeisterung dafür haben. Also, ja. Ja, ist auch schon eine Ära, die halt irgendwie endet, ne? Also total, finde ich. Hat Hat doch halt geendet, oder? Also seitdem, also ich, für mich ist es, was wird sich jetzt für uns ändern? Eigentlich nichts mehr. nichts, nichts. Ja, das meinte ich auch. Also ist ja alles wie vorher eigentlich. Ja. Aber Ja. dankbar, dass Marcel sowas aufgezogen hat, weil Garnikus war schon was Cooles für uns, denke ich Ist mal. es, ja, finde ich Ja. auch. Aber Garnicus hat sich auch ganz schön geändert von halt damals diese Supplement-Reviews und jetzt ist es eigentlich eher so ein an der Seite noch News-Medium, aber vor allem halt diese Podcast-Roundtables da, ne? Mit einem Fabi, mit einer Martina und so weiter. Ja. Ja, und Trash Talk halt, ne? Ja. Ja. Aber es Also, läuft. ich bin Also. gespannt, wie Danny das aufzieht, ob er einfach genauso weiterfährt, das Schema, oder ob jetzt, na gut, vielleicht hat er noch gar nicht die Fäden in der Hand, vielleicht ist er nur das Gesicht dafür, ich weiß es nicht. Oder ob die jetzt halt wirklich auch so einen kleinen Kurswechsel vornehmen. Das würde mich echt mal interessieren. Bin sehr gespannt, was aus Garnicus wird im Jahre 2024. Ja. Ja. Mike ist wieder zurück zu Peak. Ach, wer Ja, hätte also. Wer gedacht? Dazu muss ich auch noch kurz was sagen. Ich war ja auch bei Peak früher, bevor ich bei ESM war. Und da war Mike dann zwischenzeitlich, ich glaube, bei NP. Ja, Ne? Also hat war dann so er. eine Nachricht in die Gruppe geschrieben von Peak, dass er verlässt, etc. Und ich glaube, original nach 3 Monaten oder so wurde er wieder zurück hinzugefügt. Also war er wieder bei uns, bei Peak. Und Ja. jetzt wieder anscheinend, also ganz komisch. Er war, glaube ich, erst bei Peak, dann ist er, glaube ich, zu was? HD Muscle? Da war Irgend kurz so Bruce was. auch. Dann NP. HD, ja, ist richtig. Dann wieder Peak. Olymp war auch noch. Olymp. Garnicus und jetzt wieder bei Peak. Boah, was sagst du, Leute, ich könnte das nicht. Ich könnte das nicht. Irgendwie, ich würde mir so dumm vorkommen. Also auch sorry an alle, die jetzt da mehrere Sponsoren schon hatten, aber ich persönlich würde mir so doof vorkommen, wenn ich jeden oder 5-mal, 6-mal in meiner Karriere hin und her und dann sind das wieder die besten Produkte und das wieder die besten Produkte und zwischendurch Wie waren auch. glaubwürdig ist das? Das ist ja voll Ja, unglaublich. zwischendurch waren auch richtig Scheiße dabei, weißt du, und lauter so Sachen. Dann, ja, dann bin ich mir so, was? Zwischendurch war richtige Scheiße Ja, stimmt. dabei. Jetzt, wie gesagt, no front an alle ehemaligen, aber Ich glaube, wir wissen, wen wir du wussten meinst. es ja nicht. Also ich wäre auch in die Scheiße rein bestimmt, hätte ich die Chance gehabt. Aber das hat sich halt mal wieder gezeigt, dass nicht jeder Athlet, der halt die Dose in die Kamera hält und sagt, das ist das Beste, ist auch wirklich das Beste. Das ist halt so der beste Fall, sage ich jetzt mal. Das ist halt richtig scheiße. Also für den Yes. Athleten ist es richtig scheiße. Aber war das nicht so, dass Alex sogar schon gesagt hat, Bitte keine so, Firmennamen, ich will nicht piepsen, okay? ja, so Reviews einfach und so veröffentlicht hatte, schon während die ganzen Leute dort waren und
Ja, gab es, aber das ist, Die sind ja das alle gab erst es. gegangen, als Christian Wolff kam. Ja. Ich war einer der Ersten, der da war, deswegen. Ich habe. Egal. Was aber zu zeigen. Nein, aber wisst ihr, ich bin's halt doof für einen Athleten einfach, wenn du so viele Supplement, Ja. so viele Sponsoren hattest an Supplementfirmen und Das so. war Das tatsächlich auch eine ist. Frage hier in den Fragesticker, ob es nicht irgendwie unglaubwürdig erscheint, wenn man halt vor 6 Wochen noch sagt, das sind die besten Supplemente und nicht, geht nichts drüber, bester Geschmack, und man halt dann 6 Wochen später für eine andere Firma. Ich meine, Mike ist jetzt halt hier wahrscheinlich gemeint worden da, aber es gibt ja auch ganz viele andere Athleten, die genau dasselbe tun, die halt von der einen Firma zur anderen wechseln und dann ist von einem auf den nächsten Tag auf einmal hier noch gerade die Prozentaktion, am nächsten Tag bewerbe ich halt die Prozentaktion und das sind jetzt die besten Supplemente und schon immer gefeiert diese Marke und endlich kann ich sie nehmen und da habe ich zig Beispiele, ey. Wir müssen ja eigentlich davon ausgehen, man geht zu einer Firma, weil das Angebot gut ist oder weil die Produkte gut sind oder beides, wie auch immer. Im besten So, Fall beides, ja. was zeigt es uns? Ich bin bei einer Marke, ich bin bei Peak. So, finde ich geil, finde ich super, irgendwie gefällt es mir nicht mehr, ich habe ein anderes Angebot, ich gehe wieder weg. So, dann merke ich, oh, diese Firma ist auch nicht gut, ich gehe wieder zu Peak. Peak ist aber nicht so gut wie die vierte Firma. Passiert das drei oder viermal noch, deswegen, das ist so unglaubwürdig. Also er hat diese Firma dreimal verlassen, weil sie anscheinend nicht gut genug war. Das ist halt Ich habe fragwürdig. ein bisschen in Kommentaren gestöbert, da soll es wohl darum gegangen sein, dass Peak wohl mit den Reisen nicht ganz was irgendwie finanziell auf die Beine stemmen konnte. Also irgendwie Wettkampfreisen oder sowas, da gab es wohl irgendwie Unstimmigkeiten, die jetzt wohl geklärt sein sollen. Das war so Ja. die offizielle Begründung. Aber wie du schon sagst, ich kann es ja verstehen, wenn jetzt irgendwie meinetwegen eine Firma kommt und sagt, hey, ich gebe dir 5.000 Euro Cash Ja, da wechselst du. und freie Dings, das heißt, meinetwegen, du musst jetzt nicht mehr arbeiten, du kannst dich voll auf dein Bodybuilding konzentrieren, dass du dann wechselst, auch wenn es jetzt, finde ich, vielleicht eine Marke ist, die du vorher schon kennst, klar, kann man verstehen, oder? Ja, Oder 100%. wenn du halt jetzt immer irgendwie eine Marke kommst, wo du sowieso schon heimlich den ganzen Vorratsschrank voll mit hast, kann man auch verstehen. Aber dann halt, ja, immer dieses Hin und Her und Hin und Her, das ist dann halt irgendwo echt der Punkt, wo du halt sagst, was kann ich der Person eigentlich noch abkaufen? Das meine ich halt, dieses Hin und Her. Ich habe jetzt auch nicht gesagt, dass ich da irgendwie das doof finde, wenn jemand seinen Sponsor wechselt, weil im Endeffekt ist es Business für den Sponsor und für dich. Und nur weil du den Sponsor wechselst, heißt ja auch nicht, dass die Produkte scheiße sind. Oder Richtig. die anderen jetzt besser oder sowas. Ich sage jetzt mal fiktives Szenario, einer wechselt von HPN zu Big Stone, weil Big Stone besseres Angebot macht bei HPN, dann heißt ja nicht, dass die Produkte von HPN beschissener sind als die von Big Stone oder andersrum. Also da ist halt viel Business dahinter. Und dann im Endeffekt verkaufst du der sowieso mit deinem Gesicht. Also die Leute, die dich mögen, die kaufen dann da auch wahrscheinlich. Also gut. Wie gesagt, wenn du dann langjährig halt bei einer Supplement-Firma bist, ist es halt umso besser, weil du dann halt wirklich also lange schon hinter den Produkten stehst und die schon lange bewirbst und auch schon Erfolge damit erzielt hast. Aber wie gesagt, das kann man auch keinem verübeln, dann, wenn er dann einfach besseres Angebot kriegt. Würde mich jetzt mal interessieren, mal Frage an alle drei von euch. Würdet ihr auch Dinge bewerben, die ihr vielleicht noch gar nicht getestet habt oder wo ihr noch gar nicht wirklich zu 100% hintersteht? Ich würde sie nicht bewerben im Sinne von, das ist super, aber ich würde halt sie quasi präsentieren, dass es sie gibt. Also es gibt Also. bei ESN ganz viel, was ich extra nicht bewerbe, weil ich der Meinung bin, dass es unnötig ist. Zum Ne? Beispiel? Ja, ich glaube, Nicht. es Meine ich wegen nicht bei ESR, nehmen wir ein anderes Beispiel. Du bist bei einer anderen Firma. Was wären so Produkte aus welchem Bereich, wo du sagst, die würdest du jetzt vielleicht nicht bewerben? gibt Produkte, wo zum Beispiel viele Dinge gleichzeitig drin sind, die aber extrem unterdosiert sind. Und wenn du die dann aber hochdosierst, dann ist wieder irgendwie ein Wirkstoff, der da drin ist, dann zu hochdosiert und sowas. Und deshalb also so Zink, Glutamin, Kreatin und sowas, das würde ich immer einzeln bestellen. Ja. Ja. Genau. Jedenfalls den meisten würde ich so empfehlen. Ja, Ja. verstehe. Wie sieht es bei dir aus, Dwayne, oder generell zu Kooperationen? Man hat ja mal dieses Beispiel gehabt, wo irgendwie Leute Gleitgel irgendwie als eine Hautcreme verkauft haben, um einfach Ach Influencer zu trollen. Und die haben dann die ja. Gleitgel sich ins Gesicht geschmiert und haben damit die Story Ja, beworben. genau, das habe ich auch gesehen. Also ich würde auch, also ich könnte einfach nichts, auch das ist genauso wie in meinem Shop. Ich verkaufe in meinem Shop nur die Sachen, die ich selber mag und wo ich hinterstehe. Es könnte wirklich ein gutes Produkt sein, was in Deutschland sehr, sehr gut verkauft wird. Als Beispiel. Ich hatte damals in meinem Shop Olymp. Olymp wird gut verkauft. Dadurch, dass ich es aber den Leuten nicht empfohlen habe zu dem Zeitpunkt, weil ich ein anderes Produkt habe.
sind die Sachen bei mir, was dumm war von mir damals, aber das wusste ich nicht. Ich hätte das trotzdem an den Mann bringen können, weil es ja auch gute Produkte sind. Habe ich diese Produkte sind teilweise abgelaufen. Heißt, ich verkaufe wirklich nur das, wozu ich stehe. Und wenn ich, sagen wir mal, als Beispiel was Neues habe, sage ich immer, ey, pass auf, das ist neu. Ich gucke mir die Inhaltsstoffe an, es scheint gut zu sein. Kannst du mal ausprobieren. So könnte ich es dir empfehlen. Ich habe es aber selber noch nicht gekostet. Ich weiß nicht, wie es schmeckt. Und bei anderen Produkten, sagen wir jetzt mal, keine Ahnung, was gibt es noch für Sponsorings? Klamotten, Klamotten. Equipment. Ja, hätte ich ein Problem mit, wenn ich es nicht selber getestet habe. Es gibt eine Firma, die sehr, sehr, sehr populär gerade und sehr, sehr, sehr günstig. Ich bestelle da sehr gerne. Aber wirklich, da geht alles kaputt. Alles. Ihr kennt alle diese Firma. Das ist eine Sportfirma. Und das ist eine Katastrophe, wie die Qualität ist. Ich würde aber weiterhin da bestellen, weil es so günstig ist. Da kann ich mir einfach 2 Monate einen neuen Pulli da holen. Ich würde es aber niemals bewerben. Das wäre so ein Produkt, wo ich sagen würde, ich könnte nicht dahinter stehen, weil alles geht da teilweise nach 2, 3 Tagen kaputt. Je günstiger oder desto größer das Angebot bei dieser Firma ist, desto schneller geht es kaputt. Habe Wenn ich für es mich noch halt sage, nicht. darf ich die Firma nennen oder Nee, könnten wir die mach mal nachher? nachher. Hm. Machen wir nachher, ne? Bestellen Okay. kann man Ich glaube, ich leicht. weiß es eh schon. Ja? Ja, aber Okay. ich dasselbe, ich habe da einmal bestellt. Ich glaube, wir meinen dieselbe. Ich habe da einmal bestellt und dann habe ich auch mich so geärgert. Ja. Bin mal Ja. gespannt. Bei mir ist halt so, ich muss zu 100% dahinter stehen. Das heißt nicht, dass die Produkte irgendwie kacke sind, aber wenn ich sie halt für mich nicht gut finde oder keinen Benefit draus ziehe, oder aber auch, wenn die einfach für mich irgendwie vom Preis-Leistungs-Verhältnis nicht stimmen, dann habe ich da keinen Bock drauf. Ich hatte jetzt zum Beispiel letztens eine Kooperationsanfrage, wo ich irgendwann auch gesagt habe, ja gut, probieren wir mal, schicken wir mal was zu, haben die mir das zugeschickt und ich habe gedacht, okay, die Produkte sind gut, können wir eigentlich machen, aber irgendwie konnte ich sie dann nicht bewerben, weil der Preis dafür einfach zu teuer war, in meiner Sichtweise. Das habe ich dem der Firma auch zurückgemeldet, habe gesagt, ich finde die Produkte einfach zu teuer für das, was sie bringen. Ich würde sie mir nicht selber kaufen. Ich kann sie nicht bewerben. Und daraufhin haben die mir es halt erklärt, wie der Preis zustande kommt, weil irgendwie junges Unternehmen und die müssen halt irgendwie auch alles noch erstmal hochskalieren. Die haben Transportkosten, weil sie nicht so hohe Margen einkaufen. Ich habe alles verstanden, aber ich habe gesagt, ich kann trotzdem nicht das Ganze bewerben, wenn ich halt selber sage, ich würde mir das für den Preis nicht da kaufen, sondern vielleicht für die Hälfte oder für 60% bei Amazon. Und dann habe ich die Kooperation auch relativ schnell wieder beendet, auch genau aus diesem Grund, ohne jetzt zu sagen, dass die Produkte einfach Grütze oder Kacke sind, sondern einfach, weil ich gesagt habe, ich kann das nicht bewerben, wenn ich weiß, dass es das woanders für einen halben Preis gibt. Und deswegen ist es für mich wichtig, und das ist vielleicht auch einfach der Vorteil, dass ich halt noch einen Vollzeitjob habe, wo ich jetzt gerade noch nicht auf 10% Codes oder Almosen angewiesen bin, wo ich sagen kann, ich kann, muss mich nicht für irgendeinen Prozent Rabattcode ja, so verstellen oder sowas oder irgendwas bewerben, dass ich mich selber verrate. Oh, du sprichst mir gerade so hart aus der Seele. Das gibt mir so einen Seelenfrieden, dass ich meinen scheiß Job habe, der zwar Ja. hart ist, aber ich muss mich nicht für 3,50 Mark dann da irgendwie prostituieren und alles mitnehmen, was geht. Und ich kann einfach sagen, weißt du was, Digga? Nee, ist nicht Ja. so. Aber das erklärt unsere Ansicht. Wir haben halt alle irgendwie Jobs, wo wir nicht abhängig von. Eigentlich kann man sich vorstellen, Leute, die nur Influencer sind, da ist die Chance deutlich höher, dass sie, Ja. betrifft nicht jeden, wirklich nicht jeden, dass sie euch Scheiße verkaufen, als jemand, der Ja. einen Job hat, wo es scheißegal ist, ob er einen Sponsor hat oder nicht. Kevin wird euch nicht anlügen. Ne? Wir werden euch nicht anlügen. Wir haben andere Einnahmequellen. Wir werden nicht bankrott gehen, wenn wir keinen Sponsor haben. Dementsprechend, warum sollen wir euch anlügen? Wir können uns dann selber noch im Spiegel anschauen. Du würdest ja auch viel, viel mehr selber schaden, wenn du irgendwas bewirbst, wo halt die Leute nach einer Woche irgendwie Safe. rallen, dass du Kacke verkaufen hast. Ja, weil du einfach deine komplette Glaubwürdigkeit in Eimer trittst. Ja, und ich glaube, wenn die einmal im Arsch ist, dann hast du echt ein Problem. Safe. Ja. Safe. Und da brauchst du sehr viel Arbeit, dass es dann wieder rückgängig gemacht wird. Ja. Nee, deswegen schon gut so. Also, nichtsdestotrotz, no hard feelings Mike gegenüber. Das sollte jetzt kein Diss an dich gewesen sein, sondern generell an die ganze Influencer-Szene ein bisschen. Du wirst deine Gründe haben. Vielleicht willst du dich auch mal bei uns hier in der Konferenz erläutern oder im Podcast. Würde mich mal interessieren, darüber zu sprechen Gerne. mit dir. Wenn du es gehört hast, bist immer herzlich eingeladen, komm gerne mal rein. So, ansonsten gerade noch aktuell, direkt im neuen Jahr, neuer Beef. Emi hat gegen Mike geschossen. Entschuldigung. Wie seht ihr das? Ich habe da ein oder eins zuzusagen. Die Größe eines Mannes, die macht sich nicht an seinem Gewicht fest oder wie dick sein Arm ist, sondern was für einen Charakter man hat. Und ich weiß jetzt nicht, was dahinter wieder läuft oder so, weiß ich nicht.
Aber wenn es so ist, wie es für die meisten aussieht, dass man einfach mal so ins Blaue irgendjemand ans Bein pisst, einfach Bitch-Move, Alter. Richtiger Bitch-Move. Es ist hundertprozentig auch wieder nur für Klicks. Und ich hasse es. Ich hasse es. So einen Scheiß hasse ich. Meint ihr, dass es solche Dinge auch irgendwie in Absprache gibt? Ich habe jetzt mit Mike noch nicht darüber Gibt's. gesprochen, aber dass man halt so sagt, pass mal auf, Digga, ich habe eine Idee. Du machst ein Video, pisst mich an, ich reacte drauf und wir schaukeln das ein bisschen hoch. Meint ihr, sowas gibt es? Ja, safe. Okay, safe. Jetzt vielleicht nicht bei Mike Safe. und Emi, aber generell bestimmt, Deswegen ne? habe ich auch gesagt, so wie es jetzt für uns Außenstehende den Anschein macht. Ja. Wenn die zwei jetzt wirklich geschrieben haben, ey Digga, lass mal ein bisschen Klicks generieren und wir pissen uns mal ans Bein, die zwei deutschen Profis, dann habe ich nichts gesagt. Aber jetzt finde ich auch scheiße, also finde ich auch behindert irgendwie, Kindergarten. Aber so schätze ich Mike auch nicht ein und Emi eigentlich auch nicht. Ja. Und ja, aber das, was ich zuerst gesagt habe, ich denke mal, das trifft schon zu und das finde ich schon. Kindergarten. Also So, nach der Schule 1 gegen 1. Weißt du, boah, ne. das kenne ich noch damals, also ich kenne ja noch Emi aus MP und es ist voll typisch Emi einfach. Keine Ahnung. Also für mich war das kein Wunder. Falls das nicht abgesprochen ist, so ist Emi. Also der hat schon immer so gerne so rumgebieft, ich weiß noch damals, da in der Gruppe waren Emir, Mike und ich. Und dann ging es darum, dass Mike meinte, oder nee, ich meinte, oder Mike meinte, ja, also er war damals der erfolgreichste Bodybuilder bei der NP damals, gar keine Frage in der Zeit. Und wir waren die Ersten alle zusammen. Und dann meinten ich und Mike so viel wie, ey, wie du trainierst, ey, wirklich bei Gott, wir wünschen dir alles Gute. Alles Gute, Emir. Aber die Chance ist sehr hoch, dass du dich sehr schnell verletzen könntest. Das war unser Argument. Und dann kam ja gleich so wie, ja, wer ist hier der erfolgreichste von uns, dies und das und bla und sonst. Das war die gleiche Reaktion, die kam, die in der letzten Story von Emir war. Und dementsprechend glaube ich schon, dass das ernst war. Und das ist unnötig. Es ist ja das, was ich meine. So, wir sind Bodybuilding. Warum supporten wir uns nicht? Anstatt, wir können ja auch, ist ja auch lustig, wir sind entertained, aber so, keine Ahnung, warum können wir nicht als Deutschland so ein bisschen zusammenhalten, fahren zusammen auf den Wettkampf? Er hat ja auch gesagt, ja, wir können zusammen trainieren, aber trotzdem, das kann man auch alles positiver machen. Das ist meine Meinung. Wäre auf Es jeden Fall ein unterhält mich, krasses gar keine. Video. Also wird ordentlich Klicks geben jetzt, das Video. Mal Genau, das schicken. war auf jeden Fall. Es unterhält mich, gar keine Ja. Frage. Aber so, hey, das sind beides krasse Athleten, die mit so viel Potenzial haben. Warum pushen die sich nicht? So positiv, das ärgert mich. In anderen Sportarten siehst du das selten. Außer beim Fighten, da geht es um ein paar Millionen. Also das ist dann Trash-Talk, das wollen die Leute sehen. Aber so, wir arbeiten aber zusammen hier. Wir müssen uns zusammen hocharbeiten. Wir müssen zusammen Videos machen. Das ist der Weg, um erfolgreich zu werden. Deswegen hat es mich ein bisschen geärgert. Aber du musst auch mal allein in den irgendwie dann rein. Ich nenne ihn mit Absicht einen Jungen, weil das, was der macht, das ist einfach, ja, das ist einfach nicht männlich, sage ich jetzt mal. Das ist einfach Kindergarten. Das ist, warum muss ich jetzt da einen anpissen oder dann sich auch über seine Platzierung und zu definieren? Digga, was bist du denn? Was bist du? Weißt du, also, du bist ja kein Erfolgsobjekt. Du bist ja auch noch ein Mensch und ein Mann und irgendwie eine Persönlichkeit. Und dass Ja. du das allein diese Tatsache, dass er sich schon für was Besseres hält, weil er bessere Ja, schön Platzierungen hat, gesagt. finde ich das Allererbärmlichste. Das fand ich im Amateurbereich auch schon so bei manchen, die dann da einmal die deutsche Meisterschaft gewonnen haben und dann mit irgendeinem Newcomer reden, als wäre ein Haufen Scheiße, finde Ja. ich das Allerletzte. Und das ist Ja. bei den Profis noch viel lächerlicher, Alter, weil wir haben alle einen gewissen Standard, wir machen alle dieselbe Arbeit, wir geben alle unser Leben dafür. Und dann zu sagen, ja, ich war aber Vierter und du warst aber Zehnter, Ja. wieso bist du schlechter als ich? Das ist Kindergarten, Junge, der Das ist ist noch nicht reif Kindergarten. genug. Das ist also da, wenn er das bei mir machen würde, ich würd lachen, ich würd da gar nicht drauf eingehen, weil ich mir denke, du, Digga, was willst du von mir? So, Vielleicht ist ja. es aber auch wirklich nur einfach dieser Trash-Talk, wie damals bei Blessing und Nick, dass es einfach nur darum geht, Ja, so ein kann bisschen auch das Ganze sein. aufzuhypen. Ja, aber das Auch ist. Emir, wie gesagt, ich habe mit Emir geschrieben, wir wollten eigentlich demnächst mal einen Podcast machen, da werde ich ihn auch mal ein bisschen auf den Zahn fühlen. Ich würde mich interessieren, was dahinter steckt. Weil dieses Besticheln kennt man ja zum Beispiel von einem Heiko, der halt immer sagt, deine Arme sind zu so dünn, du musst mit mir, du musst mal richtig Off-Season machen. Das kennt man ja von Heiko eigentlich eher. Aber von Emir war eigentlich letztes Jahr dieses so komplett verschwunden, komplett unter der Oberfläche, im Stillen gearbeitet und hat ein geiles Paket gezaubert. Ich habe eigentlich gedacht, dass er jetzt momentan auf diese Spur unterwegs ist. Ja, Aber ich finde auch gar nicht, dass es Glück hat. vergleich es mal mit Blessing und Nick, das ist eine ganz andere Sphäre, ne? Das Ja. sind beides Olympia-Athleten quasi oder potenzielle Olympia-Athleten, die beide auf einer Show standen, die kurz vor diesem Wettkampf waren. Das so ein bisschen aufzustechen, das war intelligent, aber
Das geht einfach ins Leere. Das geht einfach nur die Provokation. Jetzt sind wir einfach dumme RTL-Zuschauer und denken uns, oh geil, was passiert als nächstes? Das hat, das ist, das führt ins, ja, das ist, das bringt nichts, sage ich am Ende. Außer ein bisschen Unterhaltung für ein paar Wochen. Es bringt unfassbar viel Aufmerksamkeit. Der Fragesticker ist explodiert heute zu Ja, Emil ja. Dings, ne? Also es... Aber Ja, Bodybuilding, was guck mal bringt's? Bodybuilding Aber weiter. für was für einen Preis? Guck mal, dann hockt jetzt einer wie ich dann da und sagt, ich kann den Jungen nicht für voll nehmen. Ja. So, das sagt viel mehr aus all diese Handlungen, als jeder Klick das wert wäre. Also, Sagen wir, die ja. starten beide auf eine Meisterschaft und dann sticheln sie ein bisschen rum, dies und das. Selbst das würde ich schade finden, weil wir beide Deutsche, also weil es beides Deutsche sind. Aber das könnte man noch verstehen. Das Ja, ist ja. ins Leere. Weißt du, was ich meine? So, ja, dann hätte ich es richtig verfolgt. Oh, Emir haut gegen Mike. Was passiert da? Wer wird besser? Dann Ja. bilden sich Teams und das ist, ja. Aber das ist auch nur die Sache. Ich kenne halt Emirs Stecheleien und dementsprechend, das ist, mal gucken, was da rauskommt. Ist halt jetzt schade, dass dann irgendwie Mike dann von irgendwelchen Followern belastet, beleidigt wird und angeschrieben wird. Sowas Ja, schockt mich überhaupt das nicht. als Beispiel, genau. Das hat Ja. ja. Hä? Naja. Weil, egal wie es gemeint war, wahrscheinlich war es gar nicht böse gemeint von Emir, aber es hat halt zur Folge, dass andere Leute halt auf diesen Zug aufspringen und uns dann kolossal auf den Sack gehen. Und ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Hate, auch wenn er noch so lächerlich erscheint, scheint, der bleibt kurz in unserem Kopf hängen. Man kann versuchen, ihn abzuschütteln, man kann versuchen, drüber zu stehen, es klappt in den meisten Fällen auch, aber es beschäftigt dich dann trotzdem in dem Moment so ein bisschen. Also Ja, ganz frei machen kannst du dich davon nicht. safe. Und wenn das dann halt irgendwie meinetwegen 50 Nachrichten sind, weil du eine große, gute Community hast, das nervt. Beides so talentierte Athleten, ne? Die brauchen einfach nur, keine Ahnung, wir müssten alle die einfach supporten, genau gleichermaßen. Und da ist das nicht gut für unsere Sportart, sage ich euch ehrlich. Deutschland muss wachsen im Bodybuilding. Wisst ihr, wer das alles richtig gemacht hat? Was? Roman Kienzel. Fritz. Stefan Wen? Kienzel. Ginzel, weil er äußert sich nicht dazu, der ignoriert Der hält einfach. einfach die Schnauze, der wird sich tierisch ärgern, dem wird es auch gar nicht gut gehen damit. Als über den so. Aber der hat die Schnauze geil, der hat einfach sein Ding gemacht und der hat Taten sprechen lassen. Wie meinst du das? Ja, Was hat als er er jetzt gesagt? irgendwie da letztes Jahr oder vorletztes Jahr von Max Als Matzen Team das Black Mal ist. angegriffen worden ist. Von wem? Von Max, Team Matzen damals. Ja, So, gut. Team Ja, Kienzel am ja, Senken ja, mit Titanic und was es da alles war. ja. Ja, aber Die haben sich Leute. auch alle vertragen wieder, ist ja alles gut. Aber ich glaube, da hat er ja echt so einen kleinen medialen Shitstorm gekriegt. Auch dann ganz viele Artikel von Garnikus über ihn und so weiter. Und er hat einfach die Fresse gehalten und hat einen Profi nach dem nächsten auf die Bühne gestellt. Er ist, wie viele Leute hat er bei der Mr. Olympia? So, ihr könnt alle sagen, was ihr wollt, gerade Big Zone und sowas. Kienzel ist schlecht, bla. Wie viele Leute hat er am Ende bei der Mr. Olympia? Man könnte ja auch nicht sagen, Neun. das ist das Ergebnis, das ist das Einzige, was zählt. Und die Jungs sehen alle gut aus. Es gab ja auch nicht irgendwie der Fall, dass irgendjemand schlecht aussieht. Die Olympia-Athleten sehen alle gut aus. Klar kann es sein, dass irgendjemand jetzt random zu ihnen geht als normaler Athlet und nicht die Aufmerksamkeit bekommt. Könnte sein, ist Kacke, aber am Ende. Bei den guten Athleten leistet er ein brutales Ergebnis und die machen Progress Ja, und bringen immer die Kurve. Digga, oder frage ich jetzt euch mal alle in die Runde: Ist es bei euch nicht auch so, wenn ihr merkt, dass ihr jemanden im Coaching habt, der einfach jede Woche wieder irgendeinen Scheiß hat und ach, jetzt bin ich wieder krank und jetzt habe ich wieder nicht gegessen und ach, gestern habe ich schlecht geschlafen, deswegen war ich im Training und, und irgendwann denkst du dann einfach, Digga, halt's Maul, dann, wenn du mir unbedingt dein Geld in den Arsch schieben willst, dann mach weiter, aber ich werde bestimmt nicht jeden Tag dann an dich dran schreiben, bitte, bitte zieh den Plan durch, du musst Gas geben. Das ist kein Coach, Alter, das ist. Und da kann ich mir schon vorstellen, Alter, wenn du dann so viele Athleten hast und du merkst dann einfach, wie ein Kienzel, ich glaube, der merkt das relativ schnell, weil er mega viel Erfahrung hat und alles, dass einer einfach nicht durchzieht und auch die Entwicklungen nicht dazu passen, zu dem, was er quasi anpasst an den Plänen, dass er dann irgendwann sagt, weißt du was, ich habe hier Athleten, die geben ihr Leben dafür. Und klar schenke ich dir dann mehr Aufmerksamkeit als jemanden, der das so auf Halbgas macht und jede zweite Woche wieder irgendwie ausfällt oder irgendwas macht. So. Klingt jetzt zwar unfair, aber ist einfach so. Ein Coach, der kann nur den Weg zeigen, ihr müsst ihn selber gehen. Und jeder Coach verliert irgendwann dann mal auch selber die Motivation dann irgendwann und sagt dann, mein Gott, also, ja, so ist Ja, es bin ich halt. bei dir, hundertprozentig. Es ist oft so, dass es Athleten gibt oder Klienten gibt, normale Leute, die einfach nicht so viel reinstecken. Und was soll ich machen? Was ich niemals als Coach mache, ist den hinterherrennen. So, Nee, ey, du hast dein Update niemals. vergessen und sowas. Ich sag dir, ey, pass auf, ich will jede Woche ein Update, mach es, ich werde dir nicht hinterherrennen. Wenn du es nicht machst, ist es so. Und dann kann, was soll Ja, ich da tun? Soll ich da verzweifeln? sehe ich auch so. Wie du sagst, also wir können da nicht zaubern. Und es ist halt ein bisschen logisch, dass ein Profiathlet, im Fall von Kienzel,
wahrscheinlich deutlich mehr reinsteckt, mehr Updates sendet, mehr Gas gibt und dem Coach zeigt, ey, pass auf, ich brauche dich als jemand, der jetzt ein bisschen weniger ambitioniert ist. Ja, genau. Ich bitte. Und ich wette auch, die Kritik, die kam nicht von irgendeinem guten Athleten oder irgendeinem Top-Athleten, sondern die Kritik kommt da genau von den Leuten, die sich mehr von dem Coaching erhofft haben, weil sie dann dachten, irgendwie jetzt wird leichter oder der Kinsler ist ja der Wunderzauberer, wo jetzt alle quasi hinlaufen, der macht mich zum Pro oder zum Top-Amateur oder was weiß ich was. Und dann merken sie halt, oh, es ist quasi genau dasselbe, wenn ich jetzt bei Kevin Bucher bin oder was weiß ich was. Weißt Alle du, kochen das mit ist, Wasser, funktioniert genauso scheiße. Aber das liegt dann halt nicht am Coach in den meisten Fällen, sondern es liegt dann halt wirklich am Athleten ja. oder auch an der Genetik. Viele wollen Ja. es ja nicht akzeptieren, dass sie nicht die Ja. Genetik haben fürs Bodybuilding und dann von dem Coach zu dem Coach zu dem Coach und dann hat der wieder das Zauberrezept und dann ist der gerade wieder der Top-Coach und dies und das und so springen dann da hin und her und gestehen sich es einfach nicht ein, dass es einfach leider nicht die Sportart ist, für die sie geboren wurden. Und das ist Absolut. halt, Guter ja, Punkt. wie. Und dann kommen halt solche Stimmen auch raus, so von wegen, der ist scheiße und der kümmert sich nicht um bla bla bla. So, wie gesagt, ich kann mir das nicht vorstellen, dass der zu einem Auf die guten Masse Athleten kam. gesehen, auf die Masse gesehen, das hat Martin, glaube ich, schon mehrmals gesagt oder auch in Fragerunden beantwortet, das finde ich immer sehr gut. Wie macht man einen guten Coach aus? Du guckst, wie er davor aussah und wir haben oder die Gruppe der Leute davor aussah, nicht nur an einer Person, sondern an mehreren Leuten und guckst, wie sie sich verändert haben. So, es kann sein, dass du einen Athleten hast, der komplett eine Schrottgenetik hat. Aber auf einmal ist er durchdefiniert, durchgestreift, hat Muskelaufbau. Sieht gut Das aus, ist ein geiles Ergebnis. ja. Es gibt auch die Fälle, klar. Jetzt aktuell ist das bei Kiezo, dass krasse Athleten zu einem Coach gehen und du sagst, ja, der ist ja krass, der konnte. Er hat sich das aber auch aufgebaut. So, da gab es auch, meiner Meinung nach, konnte man aus einem Urs ganz am Anfang, wo er Prof wurde, der war talentiert, aber er war noch nicht Urs, so als Beispiel. Jetzt einfach nur Ja, als kleines 100 Prozent. Beispiel. Und andere Coaches hätten es wahrscheinlich auch bei Urs bekommen, weil er halt wirklich ein Ausnahmeathlet ist. Aber auch bei den anderen Athleten. Du musst gucken, wie sah er davor aus, wie hat er sich verändert und das hat er bei vielen Athleten auch sehr gut hinbekommen. Ja. Auch bei Martin sehe ich auch sehr viele Klienten, ne, die davor Schrott aussahen und sie dann Ja. alles was Gutes wurde, aus deren Potenzial und darauf kommt es an. Ja. Ja. Danke dir. Gut, Leute. Wollen wir ein paar Fragen noch machen? Wir haben nämlich letztes Mal gar keine Fragen wirklich Hey. hingekriegt. Ja. Und ich Gerne. habe auch noch die ganzen alten Fragen, habe ich auch heute wieder unzählig viele bekommen. Das läuft Ja. gerade ganz gut mit dem Fragesticker. Macht so weiter, Leute. Fangen wir mal was Witzigerem an. Was ist die schlimmste Musik, die beim Sport laufen kann? Helene Fischer oder so ein Scheiß. Schlager? Ja. Oder so Malle-Hits. Boah, Junge, Ja, da kommt jetzt schon bin ich bei dir. Ja. wieder. Wir hätten uns im alten Studio einfach nur Radio. Ja, das ist auch schlimm, wollte ich Ja. gerade sagen. Dann hast du mal Ja. Verkehrsnachrichten oder sowas. Ja, oder Richtig Fußball am kalt. besten noch. Ja. Fußball-Live-Berichterstattung im Radio, ja. Ich hatte mal ganz ein Studio, wo ich wirklich komplett im Fokus war. Beintraining hat angefangen. So, ich war in meinem Modus, dann kam hier Barbie Girl. Come on, Barbie Barbie, let's go, Girl. Barbie. Was? Ja, da wäre ich voll ausgeflippt, da hätte ich so einen richtigen PR gezogen. Sagen das ist nur ein Schimpfwort. Wir hatten noch mal diese Massenkonferenz oder haben die immer noch Spotify-List. Da hat Ja. Ingo halt ganz viele von diesen Coco Jumbo, Ja. Hips Don't Lie, Ja, genau, Shakira. Shakira war drin, was noch? Eros Hat Ramazzotti Spaß hat er, oder glaube ich, meint auch ihr es ein. ernst? Er meinte, er hat schon mal einen ganzen Leg Day zu Eros Ramazzotti gemacht. Da war das so dicke Haxen. Leute, das ist das Geheimnis. Ja. Was soll ich sagen zu Ja, Ingos Bein? kannst du nicht weg, ja? Waren wir falsch, ja. Kannst du nicht weg argumentieren. Ah. Habt ihr Angst vor den ganzen Hutständern, die im Januar wieder in die Gyms fluten? Hutständer? Nee, Ja. Hautständer meint er wahrscheinlich. Hautständer. Ja, ich Nein. gehe immer zu Uhrzeiten, wo es entspannt ist. Deswegen Ich auch. stört es mich nicht. Aber die anderen Leute tun mir leid. Ich habe zwei schöne privat geführte, ein Oldschool-Gym und ein Rentnerstudio. Und da ist eigentlich immer genug Platz für alle. Also deswegen, FitX bin ich ja nicht mehr. Und ansonsten gehe ich einfach in meine scheiß Garage und wenn es mir mal reicht, dann mache ich da mein Ding. Ja. Auch in einem privat geführten Gym. Das Beste, was es gibt. Ja, zum Ja. einen sind dann nicht so, ist da nicht nur so eine Gerätekette, sondern wirklich ausgewählte Geräte, das heißt von verschiedenen Firmen immer was. Und zum anderen ist es immer relativ leer. Das ist ganz Das will cool. ich auch noch einwerfen zum Jahresanfang. Wenn ihr euch in einem Studio anmeldet,
Dann seid doch so gut, nehmt 10 Euro mehr in die Hand, die tun euch nicht weh und unterstützt privat geführte Studios, Ja. weil es sind immer mehr, wie gesagt, meins in München, das wurde jetzt erst verkauft, da wo ich angefangen habe, oder bei München, wo ich angefangen habe mit allem und sowas, und das war, Habe ich gesehen, da fand ich ja. echt traurig und da habe ich mir auch vorgenommen, das so ein bisschen nochmal in der Massenkonferenz zu sagen zum Neujahr, dass ich euch bitte da wirklich vielleicht nicht auf diese 10 Euro zu schauen, vielleicht 10 Euro weniger bei Starbucks auszugeben oder was weiß ich was, oder einmal Mäcki weniger im Monat, und dann geht lieber in ein privat geführtes Studio und habt ihr erstens meistens bessere Geräte, eure Ruhe, keine Probleme und meistens oder oftmals auch einen fähigen Ansprechpartner, wenn ihr wirklich eine Frage Ja, habt. Kompetenz, ja. Kompetenz. Ja, Und wie wenn ihr Kevin einen sagt. Trainingsplan braucht, meistens auch jemand, der euch einen vernünftigen schreiben kann. Ja. Die Sache ist die, einfach privat, ich war schon in so vielen Gyms, dadurch, dass ich in Berlin gewohnt habe, und es ist einfach so, Ketten sind scheiße. Das bringt euch nicht weiter, es nervt euch nur. Ja. Ich habe mich immer gefreut, wo ich damals in Berlin in ein privates Gym gegangen bin. Alleine die Atmosphäre, die Leute, das hat mich schon motiviert, alleine besser zu trainieren, mehr Spaß zu haben, anstatt einer von tausend zu sein von irgendwelchen Hautständern, Hutständern. Unterstützt die privaten Gyms wirklich. Die haben es nötig und die haben es auch verdient. Da steckt meistens immer Liebe drin, diese Ketten. Ich weiß noch, damals habe ich bei McFit gearbeitet. Es war ein halbes Jahr, wo ich 18 wurde, habe ich von 18 bis 6 Monate da gearbeitet, habe dann direkt gekündigt, weil es ein Scheiß ist, Entschuldigung. Und der Regionalleiter hat offiziell gesagt, er hasst Pumper. Hä? So, da sind Businessmänner an der Macht bei Ketten, da sind keine Sportler. So, Ja. dementsprechend, ihr seid dann nur willkommen, weil die euer Geld haben wollen. Klar, das ist natürlich im privaten Gym auch, aber da steckt halt jemand drin, der sich überlegt, oh, soll ich jetzt diese Brustpresse besorgen? Oh, die fühlt sich gut an. Das ist McFit egal, das ist FitX komplett egal. Die wollen einfach nur irgendeinen Vertrag haben, so günstig wie möglich halten, um so viele Leute zu ziehen wie möglich. Und meistens stecken die privaten Leute auch das Geld, was sie dann plus machen, wieder ins Studio rein, um das zu Ja, verbessern. ja. Ne. Wo Ja, und wir meistens gerade steckt schon halt bei auch ein Leben Gyms. dahinter. Meistens steckt da wirklich auch ein Leben dahinter. Ja. So der, wo ich jetzt hier in Unna immer trainiere, im privaten Studio, ich nenne es immer bösartig Rentnerstudio, weil echt viele Rentner da sind, weil du halt einfach deine Ruhe hast. Ne? Aber der hat das Studio seit, wie lange schon? Ich glaube 30 Jahre, 40 Jahre. Ja, 30, also seit 30 Jahren hat er das Studio an dem Ort und verbringt da jeden Tag drin, verdient er sein Geld damit. Und ja, wie gesagt, das war auch dann so, da hat er irgendwann musste dann die Preise erhöhen, weil die Energiekosten halt so gestiegen sind. Und er hat ja seit 30 Jahren seine Preise nicht mehr geändert, hat er gesagt. Und dann hat er so gesagt, ist das okay, wenn ich dir 5 Euro mehr brauche? Habe ich gesagt, weißt du was, mach 15 draus, ist mir egal, Alter. Hauptsache du, ja, kommst da irgendwie rum, ne? Weil ich gerne hier trainiere und ich dusche ja da auch und was weiß ich was. Ne? Und dann habe ich gesagt, ja, mach 15 draus bei mir, das juckt mich nicht. Ja. Weil ich dann halt wirklich auch lieber den Menschen dahinter unterstützen will, wenn ich da gern trainiere, sage ich jetzt mal. Wenn ich natürlich da total angepisst bin, dann nicht, aber ich habe jetzt selten ein privat geführtes Studio gesehen, wo ich angepisst war. Oder wo es mir nicht gefallen hat. Ja. Anschließend daran eine Frage, was ist euch bei einem Gym denn überhaupt am wichtigsten? Atmosphäre. Ja. Was macht für die Atmosphäre aus? Als Beispiel, ich bin in den Gym eingegangen und da standen, das ist auch hier in der Nähe bei uns, da standen die, mich juckt das nicht, aber ich erkläre warum, standen die, das Personal mit dem Rücken zu mir am Tresen, haben sich unterhalten, ich sage Hallo, und die ignorieren mich. So, für mich ist das jetzt erstmal egal, aber sagen wir mal, ich gehe jetzt kleine dicke Moni da rein. Das Erste, was mir auffällt, ist, oh, die wollen nicht mit mir sprechen, ich bin ihnen egal, ich bin für die nur ein Objekt. Das ist nicht so sehr motivierend. Ich denke, für viele, viele Leute, gerade um mit Sport anzufangen, ist es sehr, sehr, sehr schön, wenn man sich willkommen fühlt. Deswegen ist die Atmosphäre für mich wichtiger, anstatt jetzt, ich gehe in einen Massengym rein, gehe da mit meiner Karte rein, es piept einmal und dann bin ich einer von Tausenden, alles ist besetzt. Ein Ausländer guckt mich von der Ecke an, der andere Ausländer guckt mich von der Ecke an, mit so einem Blick. Was weiß ich? Also die Leute wissen nicht, was sie tun, die haben keine Betreuung, das ist für mich Atmosphäre. Und das ist für mich am wichtigsten. Und danach kommen, denke ich, Geräte. Für mich ist Atmosphäre auch, wie die Leute da trainieren. Ja. Weil Ja. ich finde, du kannst aus diesem Vibe oder dieser Arbeitsatmosphäre, die da herrscht, so viel Kraft ziehen. Wenn du in so ein Studio kommst und da sind halt irgendwie, da ist ein ambitionierter Powerlifter im Rack drin und da sind gerade zwei Leute, die pushen sich gegenseitig auf der Bank beim Bankdrücken, keine Ahnung. Das überträgt sich irgendwie. Ja. Ja,
Ich merke Ja, das wenn die halt, wenn ich ab komplett und zu da in verkehrieren. meinem Studio trainiere, wo dann halt irgendwie ich dann vormittags da bin, weil ich einen Blockausfall hatte oder so und da einfach keiner da ist. Mein Training ist gleich viel schlechter, weil ich alleine im Studio bin. Man fühlt sich halt irgendwie Echt? so, ja, Das würde ich jetzt nicht relaten. Bei mir ist genau das Total. Gegenteil. Ich brauche das Wichtigste für mich ist Ruhe. Ja, Ich Ruhe ist schon brauche stark, meine aber ja. Ruhe. Und klar ist mein Gerät belegt oder sowas, aber ich hasse es, wenn ich trainiere. Es kommt einer zu mir her und wie lange brauchst du noch, Bruder? Wie viele Sätze noch? So, bis ich fertig bin, Alter. Weiß ich noch nicht. Vielleicht mache ich auch einen mehr. So, weißt du, das ist, wenn ich, ja, das ist bei mir bei den Ketten das Allerschlimmste, dass ich da nie meine Ruhe habe. Entweder ich werde von irgendeinem blöd angeglotzt, weil er denkt, ich habe seine Mutter beleidigt, weil ich mehr Muskeln habe als er. Oder die stinken oder keine Ahnung, hocken auf Geräten, am Handy oder zu dritt an einem dran und dann, ja, also für mich ist am wichtigsten einfach Ruhe und ich sage jetzt mal, ein normaler Fitnessstudio, ja, wie sagt man, Betrieb, Ablauf, dass jeder so weiß, okay, das macht man nicht, man schaut, dass man den anderen nicht im Weg umgeht, das mache ich ja auch, also ich bin jetzt nicht so der sich dann übelst den Assi raushängen lässt und ich bin Profi, verpiss dich und mein Training ist wichtiger, sondern ich schaue, dass ich meinen Scheiß dann erledige und wenn ich dann sehe, dann guckt einer oder so und ich bin dann gerade fertig, dann sage ich, ey, hier, kannst dran und so. Das ist für mich das Atmosphäre, Wichtigste. ja. Das Was für ist mich auch Atmosphäre. wichtig ist, ist, dass du hart trainieren kannst. Na, ich weiß mal, ich war mal ein Clever Fit und Ja, das dann beim auch. Kreuzheben so ein bisschen das Gewicht bisschen lauter Ja. knallen lassen. So schlimm war es gar nicht. Wurde direkt ermahnt. Na, so, da hat sich jemand beschwert gerade über dich und so. Und ich denke mir so, hä, was? Na, sind wir jetzt in der Kirche oder sind wir im Fitnessstudio? So. Ja, die Leute machen halt das Gym aus. Also das meine ich auch mit Atmosphäre. So, man muss natürlich sagen, ich muss auch viele Studios in Schutz nehmen. Das hat Anton letztens schön in der Story gesagt. Ja. Wenn ein Gym voll ist und da viele Leute, vor allem junge Leute anfangen sowas, ist für uns erstmal Kacke, gar keine Frage. Aber das ist meistens ein Zeichen dafür, dass das Gym gut ist. So, das heißt, es verändert sich. Es gibt immer Zeiten, wo viele junge Leute kommen, wo die Gyms überfüllt sind. Nimmt es nicht dem Studioleiter übel. Das ist halt, das ist der Lauf des Lebens. Ich werde mich jetzt auch wahrscheinlich dieses Jahr sehr abfucken, dass viele junge Leute kommen. Die Geräte belegen erstmal in Gruppen, aber das ist eigentlich nur ein Zeichen. Weil junge Leute wissen am meisten Bescheid, was aktuell und Trend ist und was gut ist. Das ist meistens ein Zeichen, dass das Gym gut ist. Deswegen nimmt es denen erstmal nicht übel, wartet ab, die verbissen sich eh in 3, 4 Monaten. Wenn Das das Spiel ist nicht mehr gut so. ist. Ja, also ein Zeichen dafür, dass das Gym gut ist, außer bei Ketten, weil das ist einfach nur günstig und überall. Bei privaten Gyms, die voll sind, ist es ein Zeichen dafür, dass es gut ist. Ja, sonst Atmosphäre, Geräte haben wir gesagt, Freundlichkeit des Personals definitiv. Ja, Sauberkeit Sauberkeit finde ist ich irgendwo auch auch, sehr. ja. Und wenn da noch geile Musik läuft und du keine Kopfhörer brauchst, umso besser. Ja. Also ich habe da so ein richtig geiles Studio gefunden hier, da fahre ich 30 Minuten hin, und so ist das Europa Gym. Mega geiles Studio, richtig, der steht auch auf Bodybuilding, der ist Bodybuilding-Fan total und der hat auch kein Problem damit zu Leuten zu sagen, ey, wenn ihr hier nicht richtig trainiert, dann verpisst euch, ne? Oder hier Geil. mit Gruppen hier drei Leute ein Gerät für 2 Stunden belegen ist nicht und so. Und Hämmergeräte und also richtig geil. Da gehe ich richtig, richtig gerne immer. Cool. Das ist viel wert. Ja. Alright. Welche Fitness-Influencerin ist euer Gym-Crush? Ihr müsst eine nennen. Meine Freundin. Meine Andrea Frau. Breihof. Selina Toll. Schulz. Hattet ihr, bevor ihr eure Freundin, eure Frau kennengelernt habt, irgendwie mal so einen Gym-Crush an einer Fitness, ich sage es mal, eine Influencer, vielleicht auch eine Athletin oder sowas, die einfach irgendwie Boah. attraktiv fandet, cool fandet? Oh, ich weiß nicht. Dass ihr ihren Namen nennen könnt oder so. Siehst du von mir die Frage, kommt von Mann oder Frau? Ja, ist ein Ja? Mann. Das ist ein Mann, okay. Noch beantwortet. Michelle Lewin fand ich mal cool, aber jetzt auch nicht so, dass Ja, boah, das ist mein lange her, Crush war ne? oder so. Ja, ist lange her, ja, Ist lange klar. her, das weiß ich, da habe ich angefangen. Das war die Stimmt. Brünette, ne? Ja, Mit der genau. war sogar ein Ich Bild, war mit der war damals sogar sogar ein ein Bild Bild im Muscle geschossen. Gym, damals. Von Ja? damals, ja. Was Nee, macht wen die denn fandest du denn heute? gut? Keine Ahnung, was die macht. Ich Aber war fand, kennt ihr damals. noch Larissa Rice? Ja, ich hatte ein T-Shirt, wo die Freundin drauf war. Kennst du dieses Shredded-Shirt? Shredded, und Ja. dann ist da so Larissa Reis. Die fand ich richtig gut damals, ja. Die war mir damals too much. Also Nee. damals, wo ich noch so war. Ich fand das schon gut. Ja.
Schieß Ich die. habe die Namen vergessen, tatsächlich. Das ist wirklich so 2015, 14, 16 gewesen, wo ich sowas, keine Ahnung, wo ich drauf voll. Stephanie Davis fanden viele damals Die, gut. die habe ich Davis. gerade, ey, ohne Scheiß, ich hab's gerade eingegeben. Wie heißt Ja, die? Stephanie Stephanie Davis. Davis. Ich glaube, Oh, bei ist es Samantha. die? Davis. Damals cool. Ist es die mit diesem einen Foto? Ich sehe sie wie so der Nee, die meine Seite ich nicht. Die gefunden, meine ich oder nicht. ihre Nee, die Seite ist gefunden. oft so bei Cleverfit das Ding gewesen früher. Also so das Ah, nee, war, stimmt, war eine Plakat. Österreicherin oder sowas? Ich weiß nicht, ich glaube irgend sowas. Auf jeden Fall hat die Deutsch gesprochen. Deutsch hat sie gesprochen. Stimmt, okay, nee, die habe ich verwechselt. Nee, Stephanie Sanso heißt die. Und oh, kenne ich auch so eine Blonde? Ja, die macht so, ja, so Powerlifting-mäßig. Ja, Oh, die habe ich Ewigkeit nicht die mehr sah aber gut gesehen. aus, ne? Also die hat so einen stabilen Körper eigentlich. Die ist aber ganz schön alt geworden. Okay. Wie gesagt, die habe ich vor 10 Jahren Oh verfolgt. je, ja, vor 10 Jahren. Und die war damals, glaube ich, schon zweifache Mutter auch. Echt, okay. Ja, gut, Ah, warte, Alter weiß, die macht euch gar nichts mehr. Ich kennt ihr glaube, Janet Leyuk? Die ist einmal Miss Olympia geworden, 2014. Nee. Ich weiß nicht, ob die 2014, aber auf jeden Fall ist die mal Miss Olympia geworden, der Bikini-Klasse. Die sieht auch richtig, sah auch richtig gut aus. Also, es war so früher meine Favorite Bikini-Athletin, als ich noch Single war. Das muss ich jetzt sagen. ja, Nein, witzig. Alright. Jetzt muss ich so einen Fragesticker wiederfinden. Welches Gym-Equipment ist ein Must-Have? Danke. Deo. Handtuch. Kurzhantel, Langhantel, Rack. Nein, ich denke mal eher so. Wie Handgelenksbandagen. Zughilfen, Ah. Handgelenksbandagen, denk mal, ja, das ist gemeint. Also ich finde Zughilfen eigentlich ganz cool, gerade im Pull-Training bei den schweren Sätzen. Ja. Ja. Aber Must-have gibt es nicht, Must meiner have Meinung nach. nicht. Nee. Also nur weil ihr euch 300 Euro Gewichtheberschuhe von Adidas kauft, werdet ihr nicht besser beugen. Ja. Ich Aber es denke ist mir halt immer so, sinnvoll. Leute, weißt du, solche Beine, Alter, und dann die Gewichtheberschuhe, das sieht dann so aus, als wenn sie so Klötze an den Füßen hätten, Alter. Und dann laden sie da 40 Kilo auf die Hantel und machen dann ihre Ja. Squats. Und ich denke mir, Digga. Und davor rollen sie sich so aus, ne, mit so einer Ja, Blackroll. genau. Ja, Ja. Leute, kauft ihr für das Geld lieber mal ein bisschen Fleisch, ey, und nicht so ein McDonald's-Abo. Gewichtheberschuhe, ey. Ja. Ich denke mal, Zughilfen. Zughilfen ist ein gutes, weil es kann vielen Leuten helfen. Bei, keine Ahnung, besser den Rücken anzusteuern und was weiß ich, denke ich mal, Zughilfen ist Ja. die logischste Antwort mit Deo und Handtuch. Für mich sind es Kopfhörer. Okay, hey, safe. Ohne Kopfhörer geht Kopfhörer. gar nichts. Je nachdem, was für ein Studio du bist. Ne? Wenn es wieder ein cooles Studio ist und Rammstein läuft und so, dann. Nee, ich brauche Kopfhörer, weil Was? ich, Okay. da bin ich in meinem Film, das ist irgendwie so, keine Ahnung. Ohne kann ich nicht trainieren. Oder Okay. ich kann trainieren, aber das Training ist dann einfach nicht das Ja. Wahre so für mich. Ja, Das okay. geht nicht. Ich bin auch einer, der umdreht, wenn er die vergessen hat, ne? Auch wenn du jetzt Oder sowas, ja, dann, 30 Kilometer ja. entfernt fährst, da? Was? Du hast dieses Studio, was du 30 Minuten entfernt hast. Okay, Du ich würde kommst jetzt nicht an, 30 Minuten. Ja, Kopfhörer nicht nee. dabei. Ja, nee, das würde ich. Ich kann es mir nicht leisten, zeittechnisch und Ja. geldtechnisch. Und vor allem trinke ich dann auf dem Weg schon meinen Booster und sowas, das wäre dann richtig scheiße. Aber hier in Unna zum Beispiel, da fahre ich 10 Minuten und da bin ich schon mal angekommen, da waren die Kopfhörer leer und ich bin ausgeflippt und wieder nach Hause gefahren und habe die ausgetauscht und dann, ja, Ich habe bin eine wieder Frage. in die Stille gefahren. Und zwar, mein Shop befindet sich ja in einem Fitnessstudio. Würdet ihr, wenn ihr halt bis von ein bisschen, sagen wir, 30 Minuten gefahren seid und keinen Bock habt, zurückzufahren, relativ günstig, sagen wir mal 10 bis, ich sage, stopp mal, 10 bis 15 Euro ist günstig, Kopfhörer kaufen. Bei mir. Ja. Würdet ihr das Ich würde es tun? machen. Ich würde es Ja. machen. Kann auch ohne trainieren. Sind jetzt keine geilen Kopfhörer, aber sind halt, keine Ahnung, die kaufe ich statt geile Ja, hast du Autos. dann solche mit einem Kabel oder sowas, die du dann noch ins Handy fummeln musst? Da hätte ich auch keinen Bock dran. Jetzt auch Hättet ein ihr da Handy Bock? da. Geht ja gar nicht mehr. Du hast ja dein iPhone gar nicht mehr, diese Ja, Buchsen. eben. Stimmt. Also ich denke mal, wenn derjenige dann so eine Geschäftsidee hat, dann wird es schon passen. Und dann würde ich das Safe kaufen. Wenn ich die Vielleicht brauchen vergessen sie habe, würde ich das nicht Leihkopfhörer. kaufen. Nee, die würde ich nicht anziehen. Nee, habe ich mir auch gedacht. Also, keine Ahnung, sagen wir mal Preis. Was wäre das für ein Preis, wenn ich Wireless-Kopfhörer einkaufen könnte für 5 bis 10 Euro? Wie teuer würdet ihr sie kaufen? Würdet ihr für 20 Euro die noch kaufen oder sagt ihr, boah, nee. Ihr Nee. wisst, die Qualität ist scheiße. Also, die würde Ich ich nicht. Ich würde ohne trainieren. umdrehen. Nee, ohne trainieren würde ich. Also ich Ohne, trainiere okay. ab und zu ohne. Das, also mir macht das nichts aus. Also, ich denke, bis 15 Euro würde ich gehen. Bis 15 Euro. Interessant. Nee, ich Mal nicht. gucken, was ich in China finde. Andere Frage. Ihr habt euren Shake, euren Post-Workout-Shake vergessen.
Würdet ihr euch da so ein Milchshake aus dem Automaten ziehen? Oder Ja. würdet ihr eher dann nach Hause fahren und dann irgendwie 20 Minuten später den Shake trinken? Ja gut, wenn du einen Kohlenhydratbooster drin hast, dann ist wieder die eine Sache, würde ich sagen. Aber sonst würde ich nach Hause, also ich würde nach Hause fahren. Ja. Ich Also in auch. der Off-Season safe, ich würde mir irgendwas kaufen. Also da gibt es nur diese Ja, also diese, Zuckermilch. keine Ahnung, mit Milch drin, 50 Gramm Zucker das Zuckermilch Teil. und ja. In der Off-Season, ja. Also ich habe ja auch extra einen Automaten vor meinen Shop gestellt und ich habe extra dafür gesorgt, dass da Haribos und Proteinshakes drin sind. Also jeder kann Super. bei mir trainieren, egal ob Kohlenhydratbooster oder nicht. Ja, Ich bei denke, dir da kann kriegt man man ja eine. sicherlich auch einfach nur, keine Ahnung, 30 Gramm Whey-Probe kaufen, oder? Du Hätte machst du ich. Shakes mit Wasser? Bietest du das an? Ich nicht, aber vorne können die Ja, theoretisch siehst was du. tun. Hm. Was es bei uns halt im Studio gibt, sind dann noch diese ISO-Clear von Allstars. Ja, Ja, die habe ich okay. auch. Von Die sind ESL. halt top, wenn du es vergessen hast. Mein Gott, dann haust du dir da 30 Gramm ja, Clearway rein. Das ist immer noch besser als nichts. Und also ich find die auch lecker. Ich trinke die gerne mal zwischendurch. Und sind zwar schweineteuer, aber wie gesagt, ja, besser als nichts. Ne? Und ich würde mir auch diesen Zuckermilchshake da in der Off-Season reinziehen. Ne? Diät dann nicht. Aber die meisten Studios haben auch irgendwie, also in den ich trainiere die privaten, die haben immer EAAs oder irgendwie dieses Clearway, wie gesagt, oder irgendwas haben die immer da, wo man dann auch in der Diät irgendwie Eiweiß herkriegt oder Aminosäuren. Ja, Ja. und Fit One zum Beispiel kannst du halt nur aus dem Automaten ziehen, halt diese Dinger, oder halt dir gleich eine ganze Packung Proteinpulver kaufen. Das ist mir auch zu teuer dann. Und Würde ich ich fahre auch dann halt eine machen. Viertelstunde nach Hause oder 20 Minuten, dann würde ich nach Hause fahren. Kannst du zu Hause dein Insulin nehmen, wa? Ja, so sieht's aus. Eben. Das Annabude-Fenster habe ich ja 30 Minuten. Da darf ich ja nur nicht in den Stau kommen. Ja, dann pack dir lieber mal Handtuch ein. Thema Rituale und Gewohnheiten. Habt ihr bestimmte Rituale während des Trainings? Bei mir fängt schon, ich muss immer denselben Schrank haben. Wenn der besetzt ist, schon mal scheiße. Ich habe immer so Gym, also so Sachen, die ich halt immer trage, in denen ich mich gut fühle. Ne? Ja. Also so richtig Oversize, Bodybuilding-Style immer. Ich habe gehört, Martin schreit auch vor jedem Satz Lightweight, Baby, und haut sich auf die Brust. Ja, oft. Nein. Nein, aber ja, manchmal haue ich mir wirklich so ein bisschen auf die Brust und sowas. Warum nicht? Ja. Ich glaube nicht. Ich habe kein richtiges Ritual. Bis auf, dass ich meine Kopfhörer drin habe und meine Trainingsschuhe ganz gerne anhabe im Training. Also ich mag es nicht mit meinen anderen Turnschuhen zu trainieren, das mache ich irgendwie nicht so. Ja. Und es ist mich auch Was nichts. sind das für Trainingsschuhe? Welche mit flacher Sohle besonders oder Ja, ich habe die von, boah, wie heißen die? Ja, so High Automix? Tops. High Automix? Tops, Rider-Wear oder so, ne? Right Ich glaube, away, das all ist right, ja, das Rider-Wear. kenne ich. Ja, die ziehe ich ganz gerne an, weil die sich irgendwie an den Fuß gut anpassen und ist einfach irgendwie, ja, hast einen festen Stand drin. Ja, und meine normalen Turnschuhe. Ich kenne hier Beine in Socken. Ich auch. Ja, Bei an den Driften ja Nägeln ganz, auch. find ja viele, das ist so ein No-Go ist im Gym, ne? Da gibt's ja, Ja, ich bei hab, uns geht erst mal es. irgendeiner hat mal so eine Fragerunde gemacht, was im Gym so No-Go ist, und da war voll oft dabei, hier barfuß oder mit Socken trainieren. Ja, und Ja, wie aber bei ein fühlt man paar sich? Übungen ergibt es ja Sinn und es ist auch teilweise gesund oder besser. Also, Ich finde es auch nicht schlimm, also ich will das Gerät nicht ablecken, wo der dann da drauf stand, weißt du? Also, solange nicht drauf Die scheißt Fußfetischisten würden es ablecken wahrscheinlich. oder irgendwas. Jetzt habe ich den Witz verpasst. Ja, so witzig war es gar Ich nicht. habe Es ging um so Socken und Ablecken. Barfußschuhe zum Beintraining Ja, Mann. tatsächlich. Und die hat Karl S. immer getragen. Genau Habe ich die? auch. Ja, auch so mit, also so mit wie so ein Handschuh, bloß für die Füße. Ja, Ach, die genau. sehen so scheiße aus, ne? Die Ja, sehen doch genau. Ach mega kacke aus. so. Sind diese Fingerlinge, sind es auch. Nee, Ja, aber sehen bei es dem hat man nicht. richtig gesehen. Bei dir sieht man es ja nicht. Bei dem Nee, hat man man es auch sieht sie nicht nicht so über gesehen. den. Das ist auch Aber richtig fail. mega geil, wenn man halt keinen Bock hat, da Barfuß oder Sockfuß zu trainieren. Und trotzdem, also die habe ich bei Amazon für 15 Euro gekauft. Das ist günstig. Das ist echt gutes Gefühl beim Squatten halt und so weiter. Ich habe Ja. auch welche, aber die trage ich nur im Sommer, weil die Halle zu kalt ist. Jetzt im Winter, weil die sind halt 3 mm, die Sohle. Das ist Ja. wie, als ob du barfuß die ganze Zeit da rumläufst. Das ist grauenvoll, aber sonst sind Barfußschuhe wirklich zu empfehlen. Aber auch nur zum Beintraining, sonst habe ich andere an. Ja, ich Ich, auch. ja, safe, 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 safe. Ich habe damit unter anderem, ich habe auch viele andere Sachen gemacht, damit meine Plattfüße wegtrainiert. Ich hatte richtig Aha. schöne Plattfüße und konnte so wirklich mein Fußgewölbe langsam nach einem halben Jahr wieder anheben. Und so hatte ich auch
Es war natürlich deutlich besser für meine Hüfte und für meine Knie. Zwei Trainingsfragen. Erste Frage ist, Waden täglich trainieren, ist das wirklich produktiv? Nein. Ich würde sagen, nein, nein. Es ist ein Muskel wie jeder andere auch im Endeffekt. Ganz genau. Ja. Du kannst, ich finde, man kann kleine Muskelgruppen höher frequentieren, wenn man dann das Volumen rausnimmt. Also ich mache Waden, ich mache viele Muskelgruppen wirklich nur einmal die Woche oder eigentlich alle. Und außer Waden, die mache ich zweimal und den Beuger. Und dafür habe ich aber dann bei diesen Einheiten quasi nicht so ein hohes Volumen. Also Mache ich Waden mache nicht ich mehr. dann Ja. so zweimal die Woche, Oh. zwei bis drei Übungen. Beuger genauso. Und ja, so finde ich, kann man das handhaben. Aber jeden Tag glaube ich nicht, dass du da einen großen Benefit von hast. Was sagt ihr zu dem Nein. Argument, dass die Waden ja hohe Belastung gewohnt sind, Ja. weil sie den ganzen Tag arbeiten müssen? Das wollte Ja, ich müssen gerade sie denn sagen. wirklich den ganzen Tag arbeiten? Das muss man sich erstmal hinterfragen. Na, wenn du Weil ganz dann vom stehst oder Bahnhof, gehst? vom Bahnhof, ja, gut, dann schon. Aber wenn du jetzt vom Bahnhof zum Büro läufst und vom Büro zum Bahnhof und dann ins Fitnessstudio, da deine 10 Minuten Schritte machst, dann sind die nicht belastet. Aber das machst Ja. du mit deinem Gluteus und mit deinen Schultern auch nicht so hart. Es ist wie wenn wir, keine Ahnung, 10 Minuten am Stück das hier machen. Also übertrieben gesagt für die Schulter. Also, es ist lustig, dass du es sagst, weil ich habe ja ein großes Warenproblem. Und Patrick Thur hat mir damals empfohlen, jeden Tag 3 Sätze sehr schwer Waren zu trainieren. Und auch einer der Begründungen ist, die Waden werden halt deutlich öfters benutzt als alle anderen Muskeln. Die werden anders durchblutet. Das ist ja auch ein Grund, warum man oft zum Initiieren nicht die Waden nehmen sollte, weil da viele Adern, Gefäße sind, weil die halt immer durchblutet werden, weil die immer genutzt werden. Dementsprechend soll die Waden abkönnen, deutlich öfters trainiert zu werden. Und es hat damals sehr, sehr, sehr gut funktioniert. Das kann ich nur sagen. Jetzt habe ich für mich auch herausgefunden, dass wenn ich dreimal schwer Waden trainiere, sie auch wachsen. Aber ich kann selber nicht feststellen, was war jetzt besser. Also im Also, Endeffekt, schau dir mal Radfahrer teilweise an. Die haben teilweise solche Waden. perfektes Ne? Beispiel, Die ja. trainieren ihre Waden ganz sicher nicht mit schwerem Gewicht. Also ich finde, das ist auch sehr individuell und typabhängig, ne? Was Wahrscheinlich. bei dir am besten anschlägt. Ich denke, das ist generell so im ganzen Bodybuilding. Also, ich zum Beispiel, ich trainiere oder habe in meiner ganzen Karriere Waden ganz, ganz wenig trainiert. Also 2 Sätze die Woche maximal. Manchmal war, nicht 2 Sätze, 2 Übungen die Woche maximal, A3 Sätze. Manchmal waren es auch nur eine Übung mit 3, 4 Sätzen. Meine Waden sind jetzt auch nicht die besten, aber ich denke mal, Dwayne hat in seinem Leben mehr Waden trainiert als ich und bei Ja, Waden safe. mache ich ihn wahrscheinlich fertig. Ne? Hundertprozentig. Also, ja, also das ist, wie schon gesagt, individuell, würde ich Ich glaube, sagen. ich Und kann ich bei meine auch. keiner anderen Muskulatur mitreden, außer bei Waden, weil ich habe echt gute Waden. Und die kommen tatsächlich vom Laufen. Ja, eben, das würde ja wieder dafür sprechen, dass die viel Frequenz ab, also ne, dass sie das gut abkönnen in den meisten Fällen, weil viele Läufer haben dicke Waden. Jetzt ist die Frage, haben die dicke Waden und sind deshalb gute Läufer oder sind sie gute Läufer und trainieren sich dadurch die Waden an? Bei mir ist halt das Ding, ich wurde als Kind auf Vorfußlaufen gedrillt. Das heißt, ich laufe auch bei längeren Distanzen immer auf dem Vorfuß. Das ist nicht gut, das ist nicht gesund, oder? Nö, aber ich wurde als Kind einfach so darauf gedrillt, deswegen habe ich auch die Patella-Probleme und alles. Ja. Aber dadurch habe ich so kranke Waden bekommen, weil ich halt alles mit dem. Ich habe immer die ganze Zeit Waden heben, wenn ich laufe. Die ganze Zeit. 10 Kilometer Waden heben. Ja, wie wird man denn darauf gedrillt, so zu laufen? Ja, warum macht man Warum? Wir das? hatten einen Du läufst Trainer, ab der sofort zwar so. seine Philosophie. Dass man halt Sprinter laufen ja auch auf den Vorderfüßen, deswegen muss man auf Vorfuß laufen, dann weil es schneller ist. Okay. Und dann wurden wir halt immer wieder, also wirklich, ich hatte ja bei Triathlet damals, jede Laufeinheit wurde darauf geachtet, dass wir nur auf den Vorfuß laufen. Aber es Ich gibt habe es mir ja angewöhnt, wirklich. Ich meine, also wenn ich mit Jenny joggen gehe, die sagt, ich laufe wie ein Reh, weil ich irgendwie so ein auch. Tänzel. Aber es gibt ja auch Studien, die zeigen, dass zum Beispiel die Quads deutlich mehr Volumen verkraften als andere Muskelgruppen. Warum ist es bei den Waden vielleicht nicht wirklich anders? Vielleicht können die das. Vielleicht, also, es ist halt, ich kenne so viele Leute, die trainieren gar nicht Waden und die haben dickere Waden als wir alle zusammen. Ich kenne Leute, die trainieren jeden Tag Waden. Da funktioniert es. Das ist eine sehr, sehr, sehr schwere Frage, das richtig zu beantworten. Ausprobieren. Ich Aber ich glaube, man denke, die muss es beste, ausprobieren. ja, ich wollte gerade sagen, genau, die beste Antwort ist wahrscheinlich, Alter, probier es einfach aus. ja. und berichte. Und berichte auf jeden Fall. Oder mach mal jeden Tag Wadentraining, aber nur mit der linken Wade. Und mit der rechten machst du einmal die Woche. Aber theoretisch soll ja eigentlich dann auch die andere Seite mitwachsen. Ja, das gibt, das stimmt wirklich, ja. Ja, also zumindest Echt? zum Teil.
zum Ja, Teil. wenn dein Arm bricht und du trainierst nur die eine Seite, wird der andere Arm trotzdem Wie mitfallen. hieß denn das? Das hat doch, das Ja, ist, nein, das nein, hat einen nein. Es Begriff. das heißt nicht, dass er überhaupt nicht auch aufbaut und so weiter. Es ist einfach nur, dass der Körper versucht, in der Homöostase oder der Balance zu bleiben. Und Ja. du baust weniger schnell ab mit der kaputten Seite. Trotzdem wird sie abbauen. Das habe Krass. ich ja mich Na ausreichend dann. informiert mit meinem Anbruch. Ja. Aber bist du, also jetzt, ne, bist du dir sicher, weil ich hatte auch, was ich gelesen habe, dass sie theoretisch zum Teil, nicht 100%, logischerweise, auch mit aufbaut. Bist du dir Das da habe ich nicht sicher? gelesen. Halt nur, dass der Muskel, also die Gefährliches Katabolenprozesse Halbwissen. gehemmt werden sollen. Okay. Vielleicht irre ich mich auch. Wäre Also. interessant. Ja. Also, falls jemand mal ausprobieren möchte, mal 3 Monate lang jeden Tag waden zu trainieren mit links und rechts zu lassen, sag mal Bescheid. Würde mich Wer das interessieren. macht und dann uns irgendwelche Belege dafür gibt, Kommt dann hier in gehe die ich da. Massenkonferenz und berichtet. Genau, Ja. und ich mache die Netty-Diät, also mit dem Machst Netty-Coach. du? Also, wenn er das macht, So. wenn er uns berichtet, dann. Andere Trainingsfrage. Bauchmuskeltraining. Eher in der Kontraktion oder isometrisch? Isometrisch. Gesundheitlich gesehen 100% isometrisch. Das ist funktioneller einfach für den Körper. Unser Körper macht Crunches nicht im Alltag. Ne, unser Körper, außer beim Aufstehen, einmal, und das ist jetzt keine Belastung, aber stabil zu stehen oder in gewissen Situationen, in Gefahrensituationen, in Alltagssituationen, bei Übung, da sind isometrische Übungen einfach deutlich funktioneller und effizienter. Deswegen, also wenn man sich aussuchen müsste, 100%ig statische Planks. Ja, Bauchrolle finde ich auch top. Da hast du Ja. zwar nicht so eine Crunch-Bewegung, aber trotzdem, das ist so ein, wie so ein Mix aus bisschen Ja, drin. ist ein Big Mix, ja, safe. Ich bin auch generell so statische Übungen, wo du halt ein bisschen Bewegung mit reinbringst, also Störfaktoren mit reinbringst, sei Ja. es ein PC-Ball oder dass du mit den Beinen irgendwas machst oder hier Bird Ja. Dog oder sowas. Finde ich geil. Bear Ja. Walk. Gibt natürlich auch Men's Physics, die einfach dicke Bauchmuskeln brauchen. Da sind natürlich klassische Bauchübungen auch gut. Aber ich denke mal, für die Allgemeinheit definitiv. Also, ich würde bei mir tendieren, dass ich als Classic-Athlet trotzdem, weil meine Bauchmuskeln nicht komplett scheiße aussehen, eher zu funktionellen statischen Übungen greifen würde, vielleicht auch eine relativ schwere Bauchübung, Crunches oder so, aber allgemein würde ich allen empfehlen, statische Übungen. Hier fragt jemand, was wir davon halten, dass Steve Plantin jetzt mit Andreas Schlecht zusammenarbeitet. Wer ist das? Ich kenne den Doch, ich auch kenne den, nicht. ich kenne Also den. Steve kenne Ich ich. kenne auch. Aber das ist eigentlich so ganz sympathisch. Also jetzt, ich kann jetzt nicht so viel zu dem sagen, aber ich habe den schon ein paar Mal getroffen und da war der eigentlich immer richtig, also der kannte mich und hat mich dann angesprochen und der war eigentlich ganz korrekt. Coach? Ja, es ist so ein Heil, ist er ein Heil, also er ist ein Heilpraktiker. Aber mit Ah Sport und nee, Rhetorik Andreas kann ich. Schlecht. Ach sorry, nee, nee, ich habe den verwechselt. Andreas Schlecht ist der, der mal Max Matzen gedisst hat, oder? Ja, Jawohl. genau. Wenn es Der, der der ist. nach, der ausgewandert ist und seine Doktorlizenz woanders gemacht hat. Dieser Genau. Arzt oder so? Heilpraktiker, Heilpraktiker. Heilpraktiker. Er hat auf YouTube ganz viele Videos zum Thema Stoff gemacht und. Ja, Also ich glaube. er hat ein gutes Wissen und auch gute Ansätze, aber manchmal finde ich es halt ein bisschen. Mit dem, was er sagt, müsste man eigentlich nach jedem Video das Resümee ziehen, mach kein Bodybuilding. Weil, ja, und wenn man so vorgeht, wie er das sagt im Bodybuilding, dann wirst du erstens arm, weil du so viele Blutbilder machen musst, dass du gar nicht mehr bezahlen kannst. Und zweitens so genau, ich bin ja wirklich gerne so wissenschaftsbasiert, faktenbasiert, was weiß ich was, also arbeite ich auch gerne, aber. Das ist zu tief, das ist zu viel, also wie der vorgeht, meiner Meinung nach. Aber Problem ist. was er wirklich richtig gut drauf, ich hab auch schon mal ein Telefonat bei ihm gebucht, wo ich eine Okay. Frage hatte und da konnte er mir wirklich gut weiterhelfen, weil du kannst ja, na, wie soll ich sagen, wenn du irgendwelche Probleme hast, dann kannst du ja bei dir nicht so vorgehen wie bei einem normalen Menschen. Weil, wenn ich sage mal, ich habe Bluthochdruck. Wenn ich jetzt zum Arzt gehe, dann sagen sie ja, hören Sie auf, Steroide zu nehmen. Ne? Ist ja klar, dass wir Bluthochdruck haben, ne? Und werfen Sie Gewicht ab. Und er ist halt so der Typ, finde ich, an dem man sich wenden kann, der dann da noch so ein bisschen, na, wie sagt man, ja, das alles halt mit einbezieht. Halt mit dem Bodybuilding-Background dann dir halt raten kann, was wäre das Beste, was ist am besten zu überprüfen oder zu machen. Und da hat er schon wirklich Ahnung. Also Ja. konnte er dir damals helfen? Der konnte mir damals helfen, ja. Wenn das Problem ist, dass er sehr absichtlich versucht, extrem fachmännisch zu klingen. Also er Ja, das stört mich auch benutzt ein bisschen. absichtlich lauter, wie nennt man es? Fachwörter.
Ja, Fachwörter, aber man merkt so richtig, dass der das will. Also so richtig, Auf einfach ja. damit es krasser rüberkommt, dein Es wirkt Fachwort. sehr geschwollen, ja. Es kommt sehr Also wenn du geschwollen das rüber. ein Video von dem Normalo zeigst, der wird kein Wort verstehen. Deshalb Ja. ist der falsche Ansatz, finde ich. Also ich versuche immer zum Beispiel, wenn ich solche Videos mache, ja, das auf eine Art und Weise zu machen, dass es jeder Depp verstehen kann. Ja, Ich also. kenne ihn nicht, ich habe ihn auch noch nie gehört. Ich weiß, dass Steve jetzt gerade wohl noch eine spezielle Diät fährt, irgendwie recht kohlenhydratarm und irgendwie für die Mitochondrien ausgerichtet. Wahrscheinlich kommt es dann von ihm, tippe ich jetzt mal. Mir geht es einfach nur darum, dass es Steve wieder gut geht und wenn es Steve hilft, dann finde ich die Zusammenarbeit super. Geht Ja. es ihm denn wieder gut? Also hat er schon mal sich Das, dazu ich habe geäußert? das Gefühl, er ist auf dem Weg der Besserung. Ja. Aber auch der wird bald mal hier reinkommen. Schön. Sehr cool, ja. Ja, ich habe mit Steve geschrieben und er meint, er kommt auf jeden Fall bald mal rein und dann kann man auch mit ihm darüber sprechen. Aber wie gesagt, Hauptsache ihm geht's gut, Steve geht's gut und wenn ihm das hilft, ey, um meine Güte. Ne? Ich bin halt jetzt nicht so der Typ, der Top-Bodybuilding-Coach, in meinen Augen. In meinen Augen. Wie gesagt, ist es jetzt jemand, an dem ich mich wenden würde, wenn ich wirklich so hormonelle Probleme habe oder irgendwas mit der Gesundheit ist in Aber das soll Bezug. ja Steve Also, haben, oder? ja, genau. Also ich denke, dass für ihn könnte es durchaus der richtige Mann sein, um da manche Probleme zu lösen. Aber ich denke nicht, dass er jetzt also für Wettkampfvorbereitung würde ich ihm jetzt nicht aussuchen. War denn die Intention dahinter, dass er ihn auch vorbereitet? Das glaube ich nicht. Ich Nein, glaube gar es nicht. nicht. Ich glaube es nicht. Ich glaube, das ist rein gesundheitlich, dass der da ja, sich auf die Beine helfen lassen will. Weil, wie gesagt, das deutsche Gesundheitssystem, wie gesagt, ihr wisst ja alle, wie man als Bodybuilder bei einem Arzt behandelt wird. Wenn du wirklich ein Ja. Problem hast, was du selber nicht lösen kannst, dann ist so ein Mann, finde ich, Gold wert. Interessant. Ja. Hier fragt jemand, Essstörungen bei Männern, warum ist das so ein Tabuthema und habt ihr selbst oder Bekannte damit Erfahrungen? Ich denke, das ist kein Tabuthema, weil Männer zu stark sind, um drüber zu sprechen. Ne? Ein Mann ist so typisch, frisst sowas in sich hinein und sagt jetzt, es ist so. Aber es sind dann auch typische oder meistens, glaube ich jetzt mal, andere Arten von Essstörungen. Bodybuilding als Beispiel. Das ist dann, denke ich mal, verbreiteter als Magersucht, weil unser Schönheitsideal nicht extrem dünn ist, als Beispiel jetzt. Gehe ich mal von aus. Das heißt, es verteilt sich anders und der Mann ist zu stolz, um darüber zu sprechen. Wenn jemand das ansprechen würde, ich denke mal, keiner von uns würde sagen, geh mal weg jetzt, wir wollen nicht darüber reden. Weißt du, was ich meine? Ja. Den Tabuthema würde ich das nicht nennen, sondern Männer trauen sich nicht, so stark darüber zu reden. Nur wir. Oder was habt ihr für einen Eindruck? Ja, es kommt halt auf den Typ an. Also ich hätte damit jetzt überhaupt kein Problem. Ne, ich komme auch ursprünglich aus einer Essstörung und ich würde auch sagen, dass ich immer noch irgendwo ein bisschen eine Essstörung habe. Ne? Einfach Welche Art von? Bodybuilding. Ja, dass ich ja, einfach so bodybuilding-gerecht wie möglich Okay, alles ja, mache. genau. Obwohl ich mir jetzt gesagt habe, ich mache jetzt keine Wettkämpfe mehr, weißt du? Und ich konzentriere mich aufs Coaching. Ich mache trotzdem eine ganz normale Off-Season vom Ernährungsplan. Also ich esse jeden Tag Aber eins zu eins nach das, Plan. Ich kann das nicht anders. Ich weiß es nicht. ich finde das aber nicht essgestört, Martin. Ich finde, das ist nicht essgestört. Ich finde, essgestört ist sowas, wenn du nicht cheatest, gar nicht. Das ist für mich essgestört, wenn du so einen Zwang hast. Aber du hast ja keinen Zwang. Du bist ja auch Nee. dann, du frisst ja dann auch mal was anderes oder sowas. Aber Ja, klar, aber natürlich. ja. In der Weißt Diät du? ist es wieder ein bisschen was anderes, aber es ist halt Diät, ne? Aber ich finde, essgestört ist Bodybuilding ja auch nicht. Ich finde, das ist eigentlich eine super gute, gesunde Ernährung. Ich denke, man kann Eigentlich, es wenn du so es so siehst, ja. definieren. Ich denke, man kann es so definieren, wenn man, also Martin, wenn du jetzt, sagen wir mal, 5 Tage ich dich bei mir einsperren müsste und du isst einfach das, was ich dir sage, ist mir komplett egal, ob es gesund ist oder nicht. Wie würdest du dich fühlen? Würdest du dich psychisch stark belasten? Würdest du damit gar nicht klarkommen? Ich bin kein Arzt, ne? Ich bin kein Psychologe. Wenn du jetzt damit nicht klarkommen würdest, ich sorge dafür, dass du satt bist, alles gut. Aber du isst mit mir morgens eine Pizza. Morgens. Du isst mit mir Schokolade. Keine Ahnung, wir gehen dann zur Eisziele oder sowas. Bist du psychisch nach 5 bis 7 oder wie auch immer nach einem bestimmten Zeitraum komplett im Arsch, sodass du sagst, Alter, was tue ich hier gerade? Ist nicht körperlich gesehen, sondern wirklich von der Psyche. Wie wäre das? Ich stell mir es schon schwierig vor, bin ich ehrlich. Schwierig. Also Ich das würde mich auch war. anpissen, aber ich würde mir jetzt nicht die Pulsader dann aufschneiden, deswegen so. Nein, das nicht. Also bevor ich verhungern würde, würde ich alles fressen. Ne? Also Ja. an dem Punkt bin ich jetzt nicht, dass ich dann lieber faste, bevor ich scheiße esse. Also es ist auch so, wenn ich jetzt, was weiß ich, den ganzen Tag unterwegs bin und ich habe Mahlzeiten nicht reingekriegt, dann würde ich auch abends, bevor ich nicht mehr esse, würde ich dann zu McDonald's gehen und mich Ja. vollhauen. So. Das ist dann immer noch, lieber esse ich irgendwas, bevor ich gar nichts esse. Wie war es früher, wo du gesagt hast, dass du dich als
bestimmten Da war Zeit. das halt auch so, ja. Also es ist, ich war ganz früher ja mal übergewichtig mehr. Ja. Das war so in meiner Wachstumsphase, so mit 14, 13, 14. Und ich wurde extrem gemobbt deshalb. Und das war so der Auslöser, dass ich dann ja angefangen habe, Kalorien zu zählen. Also damals halt kein Know-how für Ernährung. Ich dachte halt einfach wenig Kalorien. Hab dann quasi nur noch die Beilagen so gegessen, was auf den Tisch kam. Und da war es dann für mich schwieriger, auch wieder mehr zu essen, als ich dann mal abgenommen hatte. Weil dann immer wieder Schiss hast, es wird wieder so. Ne? Das musste ich auch erstmal lernen. Aber zum Glück, ich sage wirklich, zum Glück habe ich dann Bodybuilding angefangen. Und da hieß es halt von allen Seiten, du musst viel essen, um Muskeln aufzubauen. Und dann war das Essen, habe ich dann eher wieder mit was Positivem verbunden. So nach dem Motto, wenn ich jetzt zunehme, dann kann es ja sein, ich baue Muskeln auf. Auch wenn du jetzt keine 10 Kilo Muskeln aufbaust in einem Monat. So. Aber ich habe mir das halt eingeredet, ja, ich bin jetzt 10 Kilo schwerer, ich habe Muskeln aufgebaut. So. Und dementsprechend war das dann wieder was Positives. Ne? Ja. Also zu dem, was Dwayne gesagt hat, ich glaube, da müsste, kann ich mir auch nicht ganz frei von sprechen. Wenn du jetzt sagst, hör, pass mal auf 5 Tage und du musst das essen, was ich auf den Tisch hau, ich hätte da keinen Bock drauf. Aber wie Kein fühlst du Bock, dich? ja. Dann ist eher so. Ne, sagen wir so, zum Beispiel bei der Weihnachten jetzt bei der Familie, da auch, war auch 3 Tage alles easy, alles cool. Da gab es halt das, was die Eltern gekocht haben und war auch gut. Aber ich habe mich nach dem dritten Tag echt drauf gefreut, am nächsten Tag wieder Nachbarn meinen zu Reis, essen. meine Gemüse und meine Haferflocken zu essen. Geht mir Und auch ich weiß so. es nicht, wenn es jetzt noch eine Woche so weitergegangen wäre, hätte ich wahrscheinlich auch immer gesagt, so, puh, halt, irgendwie tust du dir gerade nichts Gutes hier. Obwohl Ja. das alles, es war jetzt kein Scheiß, was wir gefressen haben, ne? Aber halt dann halt nicht mehr dieses, was man sonst jeden Tag gegessen hat. Es war einfach ungewohnt. Und wir werden nicht abgewogen. Du weißt nicht, wie viel Gramm Ich das hat und wiege nicht so. ab. Ich wiege hier Okay, nicht ab. schon. Ich esse intuitiv gerade, aber ich esse halt die Lebensmittel, die mir gut tun. Was natürlich auch ein großes Problem ist, ist, dass die Verdauung halt auch echt viel mit der Psyche und mit den Voll. Hormonen zu tun hat. Also Ja. unabhängig, dass man sich träge und müde fühlt, ist das einfach so. Das kann mir keiner sagen, dass es nicht so ist. Ist mal eine Woche gut, du hast viel mehr Energie im Alltag, dir Das geht's ist besser. brutal. Du denkst nicht einfach positiver, also unbewusst, das passiert automatisch. Das ist natürlich auch ein Punkt. Deswegen ist es schwer zu definieren, denke, also ich finde es schwer zu definieren, was Essstörung ist. Ab wann fängt das an? Das wäre mal sehr interessant. Also, ich würde mich, also ich denke, ich habe keine Essstörung. Ich habe sehr viel Scheiße gegessen. Jetzt im Dezember wirklich, mir ging schlecht. Ja, mir ging es auch psychisch schlecht. Aber eher, weil du fühlst dich ganz träge, du bist müde, antriebslos, du siehst verhältnismäßig scheiße aus. So, das waren so die Gründe. Aber dass ich sage, ich glaube, wenn ich jetzt Panik bekommen hätte, fuck, Alter, was tue ich hier? Ich glaube, das würde dann eher in die Essstörung gehen. Ja. Ich Du muss bist ja ganz ehrlich verteufelt sagen, aus. Bitte? bei der Weihnachtsfeier zum Beispiel von Ingo und so, also wenn ich, also da hat zum Beispiel Kevin einfach so immer zur Schokolade gelangt, hat es da ohne Probleme gegessen. Ich habe da schon gedacht, so kann ich jetzt nicht so machen. Also ich habe dann auch hier und da was genommen, aber da habe ich auch gedacht, lohnen sich diese Kalorien jetzt? Sind die jetzt wirklich so sinnvoll, dass ich die jetzt esse? Oder kann ich jetzt irgendwo anders lieber mehr Kalorien noch reinkriegen über was Okay. Cleaneres und sowas. Also so Gedanken habe ich dann tatsächlich auch. Also ich kann nicht einfach so, hier, jemand stellt mir Nachos hin und ich fresse dann die ganze Ding leer. Das könnte ich nicht. Ja. Ja, ich schon. Ja, Ich du könnte es auch. schon. Jetzt gerade nicht, aber ich könnte es auch. Ich habe das Sonst kann ich Problem, mich drauf wenn einstellen. so Süßigkeit und Snacks vor mir stehen. Du frisst die leer. Nein, also ich bin so Nebenbei-Snacker dann, weißt du? Deswegen, ich darf keine Chips oder sowas draußen. Kennt diese Leute, die sich abends auf die Couch setzen, eine Tüte Chips reinhauen und sagen, ach, irgendwie ist die Tüte jetzt leer. Also nebenbei so So bin weggesnackt. ich. Das So bist bin ich. du. Ich auch. Sowas darf aber nicht zu Hause sein, auf keinen Ja, Fall. genau. Und wir Tag, hatten jetzt Tag, das Silvester so Tag. ein bisschen was da und ich habe immer so nebenbei und dann wieder und da. Wieder. Also ich habe jetzt nicht die Tüte leer gemacht oder so, da war noch was da, aber ich habe halt nicht dieses, das. A, ich konnte mich nicht wirklich stoppen zu sagen, so jetzt ist Schluss, jetzt hörst du auf damit, sondern habe ich dann irgendwie eine halbe Stunde später doch wieder reingelangt. Aber ich habe auch nicht darüber gedacht, so okay, das ist alles Schrott, was du da reinhaust. Am nächsten Tag, Wasser gezogen des Grauens und Fuck. man fühlt sich halt so, als wenn man halt wirklich, also man fühlt sich einfach beschissen, muss man ganz ehrlich sagen. Bei mir ist es genau das genaue Gegenteil wie bei dir. Ich Echt? kann dieses Snacken nicht, sondern ich entscheide zu fressen und dann fress ich. Aber bis Ja, ich voll bin und zwar ja. richtig. Und wenn dann nichts mehr Kannst du da ist, halt dann gar suche nicht ich mir mehr. irgendwie 3 Monate alte Kekse, die noch im Schrank liegen und die esse ich dann auch noch. Also dieses Snacken kann ich, das kann Jenny auch, da bewundere ich die auch dafür, die isst dann abends dann mal 3 Gummibärchen oder so und hört dann auf. Und ich mache die Tüte auf, Alter, und sie muss geleert werden. Das geht nicht anders. Also Macht ganz der oder Weg gar auch. nicht. Was? Ganz oder gar nicht. Ganz oder gar nicht. Ganz, ja, entweder ich bescheiß oder, also, was heißt bescheißen? Entweder ich fress richtig rein, auch in der Diät so, wenn ich dann mal so einen Schnitzer hab oder so, oder hatte.
Dann habe ich mir gedacht, jetzt frisst du. Dann habe ich auch gefressen. Und Aber ist dann. das denn jetzt nicht auch schon eine Essstörung, so eine Bulimie-Anfall? Wenn du halt dich dann nicht mehr unter Kontrolle, also nicht, dass du kotzt oder so, aber Binge-Eating, Binge, weißt meine ich du? ja, ein Binge-Anfall. Das ist ja kein Binge-Eating, Leute, oder? Also ich Naja, wenn du denke, halt du die kannst schon. Kontrolle verlierst und einfach alles nicht reinstopfst. Ist ja, ich will ja gar keine Kontrolle haben. Ich sage Ach ja einfach, ich so, fresse ja. jetzt. So, und dann fresse ich. Punkt. Und dann ist alles leer und dann war es Alles das auch gut, wa? wieder. Ja, Ja, gut. ja. Dann Also hast ich du ja habe sozusagen keinen doch die Finger im Hals, Kontrolle, was weil du die geschickt. Kontrolle sagst, gebe jetzt die Kontrolle ab, sozusagen, ist deine Kontrolle. Ja, Du erlaubst genau. es dir. Ja, Du gibst es genau. quasi Mach mir ab. doch keinen Bei Kopf mir aber drum. auch so. Warum, warum Kopf drum machen so? Das bringt mir ja nichts. So, dann, Ja. ne, und ja, vor Aber allem ich werde nicht besser. mein Stoffwechsel kann es ab. Die glückliche Situation habe ich. Ich ziehe kein Wasser. Ich bin dann zwar 2 Kilo schwerer, aber das ist nur Damen halt. Dann scheiße ich Krass. fünfmal und dann ist es wieder weg. Und ich sehe genauso aus wie am Tag davor. Also das ist, ja. Boah, Ja, nee. im schlimmsten vergleicht man es am So. nächsten Tag aus, ne? Aber Ich. ich habe die letzten, ich hab, wir haben, wir waren ja samstags einkaufen bis Silvester, weil ja sonntags war Silvester hatte alles zu, ne? Ja. So, dann habe ich so geile Sachen gekauft, dass ich dann Samstagabend schon losgelegt habe, so ein bisschen. Und ich schlafe so schlecht, ne, wenn ich voll gefressen bin. Ja. Es ist wie, es ist furchtbar, es ist die Hölle. Ja. Und Teufelskreis, deswegen geht es auch irgendwann das, auf die Psyche, unter anderem. Ja, du schläfst schlecht, du fühlst dich schlecht, du bist träge, das geht alles auf die genau, das, Psyche. was Dwayne gerade gesagt hat, das fühle ich gerade so, weil ich wirklich den Tag vor Silvester und Silvester richtig reingeschissen habe, richtig, ja, was ist, ja, doch, war schon richtig reingeschissen. Richtig reingeschissen habe. Und ja, jetzt heute ungeplant trainingsfrei, weil ich müde bin. Wie gesagt, nicht gut geschlafen, weil vollgefressen. Verdauung läuft jetzt gerade wieder nicht mehr so. Also da ist halt dann, da zahle ich dann meinen Preis, ne? Dass ich mich halt wirklich nicht gut fühle und ich richtig aufs Klo kann, so richtig, ne? Ja. Ja. Bei mir Wo wir war das gerade bei jetzt. dem Thema sind, nochmal Shoutout an Nikolai, der war ja auch in der Massenkonferenz, der hat dieses Jahr durchgezogen, Stimmt. extrem viel zugenommen. Ja. Geiler Also Typ, nochmal ey. Props an den Jungen. Ja. Auch geil, Auf jeden Fall. Respekt. Ich kam jetzt zum Beispiel sehr gut aus meiner Essstörung, wollte ich gerade sagen. Aus meiner. Ja, ich habe seit 3 Monaten angefangen, relativ viel Müll zu essen. Seitdem ich merkte, okay, ich muss mich jetzt mehr auf meine Beine fokussieren, dreimal die Woche Beine trainieren. Bin auf TRT gegangen, dann kam die OP, ne, die Gyno-OP dazu. Und was mir sehr geholfen hat, wieder reinzukommen, sehr, sehr, dass ich eine Sache komplett bei mir strikt rausgehalten habe für die erste Zeit, weil komplett halte ich auch für sehr schlecht. Ich habe einfach gesagt, ich esse kein Fett, gar kein Fett, weil ich habe gemerkt, dass mein größtes Problem Fett ist. Das heißt, esse ich Reis mit Fleisch und da ist irgendwas Fettiges dabei, eine fettige Soße, fresse ich gnadenlos. Lasse ich das weg, so ist es zumindest bei mir, so ist es nicht bei jedem, kann ich sehr gut in Maßen essen. Und jetzt merke ich, dass mein Hunger, ich bin sonst jemand, der fressen kann. Wenn ein bisschen Fett dabei ist, dann komme ich locker über meinen Überschuss. Gar kein Problem, ist für mich kein Ding. Aber indem ich Fett bei mir weggelassen habe, bin ich fast immer im Unterschuss, automatisch. Ja, also ich bin immer im Defizit. Das heißt, hab jetzt vor, 4 Wochen lang Fett sehr, sehr niedrig zu halten, außer Omega-3 und Fett durch Fleisch oder sowas. Und dann habe ich mich schon leicht davon abgewöhnt. Also vielleicht für andere Leute, die mal irgendwann womit anfangen wollen. Fett essen, sehr gesund, sehr wichtig, gar keine Frage. Aber um anzufangen, wenn ihr sowieso schon Fettsäcke seid, wie ich gerade, ist es zum Beispiel nicht schlimm, einfach mal für ein paar Tage oder ein paar Wochen, wenn es eure Gewohnheit ist, Fett wegzulassen. Hat mir sehr geholfen. Oder hilft mir sehr gerade. Unterschuss, schönes Wort. Unterschiss. Das triggert den Lehrer. Ich bin im Unterschuss. Unterschuss. Entschuldigung, es tut mir leid. Aber ja, es ist vielleicht ein Tabuthema in dem Sinne, dass halt weniger Leute drüber reden. Aber ich glaube, wir würden halt, wenn wir es auch hätten, hier offen drüber kommunizieren können. Auf jeden Fall. Und vielleicht sollte man auch drüber reden, ja. Das kommt sein. Gut, schauen wir, ob ich noch eine gute letzte habe hier. Nee. Aber doch hier, was sind eure größten Learnings aus 2023? Boah. Immer an sich selbst glauben. Das ist gut. Ja. Also das hat mir ganz viel gezeigt. Ja, das geht auch schon scheiße. Ey. Das wurde mir ganz deutlich gezeigt, weil ich mich immer selber so ein bisschen klein mache, innerlich sage ich jetzt mal, und weniger von mir halte, als ich tatsächlich dann abliefern kann. Ich finde, dass man, wenn man für was arbeitet, dass es sich wirklich auch auszahlt. Das ist klar, so eine Allerweltsweisheit, jeder sagt das so, von nichts kommt nichts, aber das stimmt wirklich. Na, egal in welchem Lebensbereich, wenn du dir wo Mühe gibst und dafür brennst, dann wird es auch groß oder wird auch gut. Ja, safe.
Ich denke, bei mir ist das, was, das hat sich jetzt sehr oft bewährt und für mich hat sich das 2024 sehr gefestigt. Bevor man nichts macht, dass man auch wieder so Standardspruch, aber einfach anfängt und einfach macht. So, du hast eine Idee, die könnte gut sein, die Chance besteht nur 45%, dass sie gut geht. Mach es, probier es aus. Mach es. Und das, wenn du das bei ganz vielen Sachen machst und du da natürlich hinterstehst und es dann nicht einfach liegen lässt, davon werden Sachen erfolgreich werden. Und von diesen erfolgreichen Sachen wirst du am Ende diese erfolgreichen Sachen werden deutlich überwiegen, anstatt diese negativen Sachen. Und sei auch bereit dazu, auf die Fresse zu fallen. Ich bin in den letzten 2 Jahren auf die Fresse gefallen, weil ich sehr viele Sachen versucht und gewagt habe. Aber allgemein, Gott sei Dank, habe ich das getan. Ich habe viel Geld verloren, dass ich diese Sache gemacht habe. Aber ich würde behaupten, dass ich mehr Geld gemacht habe, dass ich sehr riskante Sachen probiert habe. Aber genauso auch in anderen Themen, nicht nur finanziell gesehen. Vielleicht, ich würde allen zustimmen, auch gerade dieses, dass sich harte Arbeit auszahlt. Aber genauso gut würde ich auch dazu noch sagen, man kann nicht permanent auf Vollgas fahren. Ja. Das habe ich letztes Jahr lernen müssen, als mir auf einmal dann die Haare im Bart ausgefallen sind und sowas. Also achtet auf euch, es tut sonst keiner. Gerade heutzutage, wo irgendwie alle hardest worker in the room sein müssen und von gefühlt jedem, was verlangt wird, wir irgendwie ständig auch noch irgendwie hier beschallt werden von dem Ding. Nehmt euch mal bewusst Auszeiten für euch selber. Gerade von diesem Teil hier. Ich meine, es ist schwierig, gerade für uns, die auch irgendwie da viel damit arbeiten, Martin, ne? Ja. Aber wir sind biologisch eigentlich nicht dafür gemacht worden, den ganzen Tag so vielen Reizen ausgesetzt zu werden. Und das nimmt dann irgendwo doch ein bisschen mit. Unser Körper ist deutlich stärker als unsere Birne. Unser Kopf ist nicht so stark wie unser Körper. Was unser Körper ab kann, das ist unfassbar. Was in unserem Fall Bodybuilder teilweise schon gewagt haben in der Vergangenheit und überlebt haben und die Psyche dann versagt, das ist unglaublich. Aber unser Körper kann vieles ab. Aber irgendwann sagt unser Kopf Stopp und dann fallen uns die Haare aus. Wir werden krank, werden depressiv. Das ist 100%. wirklich so. Ich habe das auch gehabt. Ich musste von 2019 bis, also ich bin gerade im Absetzen, aber ich habe von 2019 bis jetzt Antidepressiva nehmen müssen. Ach, Und krass. kam auch durch Bodybuilding. Ne? Ach, krass. Ja. Ich habe da richtig Angststörungen und so entwickelt. Ja. Ja. Und du kannst sie jetzt, konntest sie jetzt absetzen? Ja, ich bin gerade dabei. Also ich hatte immer, das Höchste, was ich hatte, waren 20 Milligramm von dem Wirkstoff. Ne? Dann bin ich irgendwann auf 10 und jetzt bin ich gerade auf 5. Und das mache ich jetzt so lange, bis meine Tabletten, die ich habe, leer sind. Also gerade ist alles super. Und wenn ich das Gefühl habe, es wird nicht besser oder es wird wieder schlimmer jetzt mit der niedrigen Dosis, dann muss ich halt wieder zum Arzt und mir neue verschreiben lassen. Aber so habe ich das mit dem Psychiater quasi abgesprochen. Darf ich fragen, gab es einen Auslöser, dass du sagst, ich will jetzt davon mitkommen Ja, oder? also es gibt noch immer einen Auslöser. Also bei mir war das damals von GABA, war der Auslöser. Das heißt, das Supplement, so ein Schlafsupplement. Ja, kenne ich, Ich aber habe das als weißt du? Pulver von damals noch von Gigas gehabt. Ne? Da halt gelesen, hier Wachstumshormonausschüttung im Schlaf und sowas. Ne? Und damals noch kein HGH genommen. Und dann habe ich das, dachte ich, muss das extrem hochdosieren. Ne? Oh. Ja, pass auf, dann habe ich das getrunken vor dem Schlaf, also vor der letzten Mahlzeit. Und dann schaue ich eine Instagram-Story an, ich glaube von Max sogar damals noch, wie er so eine Fragerunde beantwortet und sagt dann so, ja, von GABA hält er nichts. Also es war wirklich, ich habe das davor getrunken. Ja, weil er da immer Atemnot kriegt. Und ich schwör's dir, nachdem der das gesagt hat, habe ich keine Luft mehr gekriegt. Und dann ich habe gedacht, ich sterbe. Also ich dachte, ich ersticke. Ich bin dann durch die Wohnung gerannt, so habe die Fenster aufgerissen und so ins Treppenhaus. Ich dachte, jetzt war's es, ich sterbe. Ja, und dann habe ich meine Eltern angerufen, damals noch von eigene Wohnung ge gewohnt. Und meine Eltern sind dann sogar hergefahren und so. Ich habe gesagt, ihr müsst kommen, ich muss ins Krankenhaus, so, ich sterbe gerade. Ne? Als die dann bei mir waren, hatte ich mich schon ein bisschen so beruhigt. Also dann. Aber das war dann wirklich so, dann bin ich mit meinen Eltern mitgegangen und habe bei denen daheim gepennt. Ne? Einfach, falls es nochmal so eine Attacke kriegt. Und ab diesem Tag hatte ich jeden Tag Panikattacken. Jeden Tag, ja. Jeden Tag. Und das hat sich, ich schwöre, das ist jetzt kein Witz, hat sich über ein halbes Jahr oder 6, 7 Monate gezogen. Ohne dass du es GABA genommen hast, dann. Ohne dass ich es genommen habe, also Ding. Und ich habe ihr GABA weggelassen und ich habe immer gedacht, ihr Stück. Ja, das hat was Meine ganzen ausgelöst, Gedanken, ne? 24-7, haben sich nur um die Atmung gedreht. Ich habe immer Krass. nur an Atmung gedacht. Einatmen, ausatmen. Da habe ich immer gedacht, ich bekomme nicht genug Luft. Den ganzen Krass. Tag hat es in meinem Kopf gerattert. Ich bin Ja. verrückt geworden. Das war dann sogar so weit, dass ich beim Psychiater damals gesagt habe, also war erst beim Hausarzt, habe dem das geschildert, sogar EKG, Lungenfunktionstest gemacht und so, war alles perfekt.
Und der hat wirklich gesagt, dass es so klingt, als wäre ich suizidgefährdet, so wie ich mit ihm rede. Und hat gesagt, er würde an meiner Stelle direkt zum Psychiater gehen. Und dann habe ich habe ich zum einen so ein Notfallmedikament bekommen, was dich halt direkt runterbringt. Also sowas wie halt Diazepam. Diazepam, ja. Ja, sowas. Lorazepam hieß es, glaube ich. Und halt dieses Escitalopram, das war's, was du halt einschleichen musst. Das Lorazepam habe ich ein einziges Mal nur benutzt, weil ich hatte auch irgendwie Schiss, das zu nehmen, dass es dann wieder auch mich runterbringt oder so. Ne? Ich habe ab dem Tag aufgehört zu rauchen. Ich Ja, konnte, okay. wenn ich Rauch im Mund hatte, dachte ich, ich kann nicht richtig atmen. Habe ich seitdem nie wieder geraucht. Ne? Also Shisha, ich war richtig Shisha-abhängig damals. Und das war die Hölle. Und es war teilweise wirklich, es kam dann immer mal wieder so am Tag diese Gedanken auf, dass ich erstick und so. Dass ich wirklich teilweise wirklich dachte, mein Leben hat keinen Sinn mehr. So, ich will so jetzt nicht mehr weiterleben. Also wirklich. Das. So krass war das. Und dann hat sich, das wurde aber mit der Zeit immer besser so. Gerade als ich viel Ablenkung hatte und so im Alltag. Ja, und dann war es so, irgendwann war es weg. Da ging es mir ganz, also wieder super. Und dann habe ich das von heute auf morgen weggelassen, dieses Escitalopram, weil ich dachte, jetzt bin ich gesund. Ja, und dann hat sich das anders wieder geäußert. Dann habe ich die ganze Zeit gedacht, ich muss schlucken. Also wie wenn ich da unten meine Spucke runterschlucken muss. Und jedes Mal habe ich gedacht, es ist wie so irgendwas, was ich im Hals habe. Und ich muss jetzt schlucken, damit dieses Gefühl weggeht. Und ich habe dann die ganze Zeit mich nur darauf konzentriert. Die ganze Zeit. Ich konnte nicht schlafen. Ne? Ich habe dann teilweise pro Nacht 1, 2 Stunden gepennt und habe dann die ganze Zeit nur so gemacht. Und ich bin verrückt geworden irgendwann. Ne? Ich habe dann wirklich Panik und so bekommen. Und dann bin ich halt wieder zu dem Arzt. Ich habe da sogar gesagt, ich brauche jetzt dringend einen Termin. So, ich habe das am Telefon so gesagt, brauche jetzt direkt einen Termin. So, ich halte es nicht mehr aus. Und dann habe ich das halt wieder reingenommen. Zum Glück muss ich sagen, der Psychiater war übelst korrekt. Also der hat so richtig mit mir geredet, als wäre es das Normalste auf der Welt. Ich glaube, das war gut. Er hat so gesagt, ja, das ist ganz normal. Das haben ganz viele Leute. Das ist ganz verbreitet. Das kriegt man aber hundertprozentig weg. Das war mir am wichtigsten, dass mir jemand gesagt hat, dass es weggeht. Ich habe gedacht, Ja. ich muss damit jetzt leben, bis ich tot bin. So. Na, und jetzt gerade ist es jetzt schon seit, ja, also 2019 war es das erste Mal und jetzt, Anfang 2024, bin ich gerade am Wegtun. Und das ist, ja, jetzt die letzte Zeit deutlich besser geworden. Richtig besser geworden, ja. Und Aber ich glaube, das kam halt durch Bodybuilding, ne? Weil davor hatte ich es nicht. Die ist ganze heftig. Zeit. Bitte? Das ist heftig, dass du das sagst, weil ich hatte auch von Gigas Ausgabe und ich habe das einmal genommen und danach verschenkt. Weil Hast ich auch genau gedacht, du das, stirbst. ich habe, ja, aber ich habe keine Story gelesen. Bei mir ist es, ich habe es auch nachts getrunken, bin dann nochmal auf Toilette gegangen. Und als ich auf Toilette saß, habe ich gedacht, ich sterbe. Aber das ist GABA. Du GABA kriegst auf hoch einmal keine keine Luft Luft mehr mehr, ne? bekommen. Und ich wollte noch um Hilfe rufen. Und ich konnte nicht rufen, weil ich keine Luft mehr Krass. bekommen habe. Und da habe ich nur noch gegen die Tür gehauen, wie so ein Idiot. Alter. Und Jenny ist dann reingekommen, was ist los? Und ich konnte gar nichts sagen. Ne? Und dann hat sie mich noch irgendwie, ich saß noch auf dem Klo und sie mich noch in den Arm genommen und versucht, mich Alter. runterzubringen und so weiter. Und ja, auch die Nacht habe ich gesagt, ey, bitte, wenn du wach wirst, check mal kurz, ob ich noch atme und sowas. Oh. Aber Und denkst du, GABA du stirbst, grundsätzlich ne? ist heftig, ne? Also ich weiß, was ich für ein Gefühl meine, weil hatte ich viel, viel schwächer gehabt. Also GABA ist eklig teilweise. Ja, vielleicht habe ich Aber auch einen Gramm zu viel genommen, das kann auch sein, aber. er hat richtig viel genommen, ne? Ich nicht, Vielleicht auch aber. zu viel oder so. Ich bin gerade richtig, richtig schockiert, weil ich mir denke, was habe ich mir in meinem Leben schon in die Birne reingeschraubt, Alter? Und ihr nehmt Ja. einen so ein Gaba. Scheiß-Supplement und denkt, ihr sterbt, Alter. Ich habe teilweise 7 verschiedene Drogen auf einmal drin gehabt und ich hatte noch nie so ein Erlebnis, Alter. Aber das ist auch GABA selber, ne? Also ich sag mal so, Gott, Drogen sind ja angenehm am Anfang immer. Aber Ja, GABA, je oder nachdem. hängt von der Dosierung natürlich ab und ne, Ja. alles gar kein Fall. Aber bei GABA ist es so, ich weiß genau, welches Gefühl ihr meint, was dafür sorgt, dass man so ein bisschen Atemprobleme bekommt und je nachdem, wie Bisschen. stark es ist. Und ich finde GABA auch unangenehm. Ich mag es nicht. Ich mag es echt nicht. Es fühlt sich an, als ob du eine Substanz konsumiert hast, die du nicht konsumieren solltest, bei einer bestimmten Menge. Wie ist es dann weggegangen, Martin? Also du hast ja 5 Jahre später entschieden dann, okay, ich will damit aufhören. Was gab Ja, es ich einen wollte, Auslöser dafür? dass ich gesagt habe, ich will es aufhören. Also irgendwie, ich habe mich halt immer eingeredet, das ist ja eigentlich nicht normal, dass ich da immer Tabletten brauche, um normal leben zu können. Ich muss die überall hin mitschleppen und sowas, ne? Also bei jedem Urlaub und so muss ich im Handgepäck mitnehmen, weil sonst kriege ich Panik, wenn ich den nicht da habe. Ja. Es war halt dann so mein Ziel, dass ich da wieder normal leben kann, quasi. Und lief jetzt halt so gut. Also ich habe gar nichts, mir geht's super. Also super Wohlbefinden, alles. Mein Leben ist gerade richtig gut eigentlich.
Und dann dachte ich eigentlich, dann habe ich dann einen Termin gemacht und habe ihm gesagt, ich würde es jetzt gerne versuchen abzusetzen. Der hat mir halt gesagt, wir reduzieren das mal um die Hälfte. Hat gefragt, wie viel ich noch davon da habe. Und hat dann gesagt, wenn es schlimmer wird, dann soll ich sofort anrufen und kommen. Dann verschreibt er mir direkt neue, also egal an welchem Tag. Und ansonsten lasse ich es einfach ausschleichen, so quasi. Also ich gehe jetzt auf die Hälfte und dann, wenn es weg ist, ist es weg. Ja, und das ist jetzt meine Hoffnung, dass es, wenn es jetzt Drückt die leer ist, dass ich Daumen. dann auch, ja. Drückt die Daumen. Viel Erfolg. Aber Schön. krass, Also interessant, mega interessant. ja, und pass auf, ich habe das auch bei einem Athleten von mir jetzt gehabt. Der hat jetzt mit Bodybuilding aufgehört, deshalb. Der hatte das in einer anderen Form. Also der war Offseason bei mir im Coaching und halt auch richtig massiv geworden. Hat mit mir schon eine Wettkampfsaison gemacht und, ich weiß nicht, 120 Kilo oder so oder 115 Kilo gehabt. Also richtig massiv, gut ausgesehen. Und bei dem war es anscheinend so, der dachte auch irgendwie, er stirbt und kriegt keine Luft mehr. Und ist dann ins Krankenhaus. Und bei dem ist es dann so gewesen, dass er nicht mal mehr eine Mahlzeit essen konnte, weil dadurch irgendwie das Atmen schwerer geworden ist. Und er hat dann gedacht, er stirbt. Und dann konnte er nicht mal mehr Dinge, dann konnte er sich keine Spritze mehr geben, weil er dann gedacht hat, irgendwie auch direkt Panik bekommen hat. Ne, und das war, der Auslöser war, glaube ich, dieser Michele, ne, dieser Junge, der gestorben ist. Ne, weil das hat er gesagt, den kannten wir persönlich. Und ich glaube, der war so ein bisschen besser mit dem, der kannte den besser. Ne, und ich habe das dem damals geschrieben. So, du kennst doch diesen Michele, weil ich gesehen habe, der folgt dem. Und dann habe ich dem so den Screenshot geschickt, dass der gestorben ist. Und ich glaube, das hat ihn übelst geschockt. Und dann kam das irgendwie ein paar Tage später. Und er hat auch zu mir gemeint, dass der irgendwie auch in der Familie so Herzfehler hat. Und dieser Michele hat ja auch einen. Und jetzt steigert er sich halt in alles rein. Und jetzt Was hat der er Kopf kalt macht, ne? abgesetzt, nimmt keinen, ist auch aus dem Coaching raus, nimmt keinen Stoff mehr und so. Und hat das auch Aber gesagt, ist ja der. auch richtig. Herzfehler, das ist einfach die falsche Sportart. Ja, aber trotzdem, wie krass das Nee, sein krass, kann. ja. Mit der Ja. Psyche. Ich glaube, bei Steve war es Ja. halt auch irgend sowas in der Art, dass der Okay. psychisch irgendwie labil war. Ja. Krass, heftig. Also Leute, kriegt euren Kopf richtig. Bitte? Kriegt euren Kopf richtig. Ja, das Wichtigste. Ja, und vor allem drüber reden, finde ich. Also ich finde es auch Respekt von Martin, dass du das so rausgehauen hast jetzt Ja, noch. Mann. Danke. Und ich finde auch wichtig, dann darüber reden und nicht in sich reinfressen, ne? Mit ausgewählten Leuten dann. Auf jeden Fall, sehe ich auch so. Ja. Ja. Ich meine, im Endeffekt, jeder hat irgendwelche Probleme. Ich finde das auch nicht schlimm, weil ich kann ja nichts dafür. Das hat ja wirklich, das ist wirklich so, habe ich mir sagen lassen, das hat wirklich, also das ist wie eine Krankheit. Also du kannst dafür nichts. Das sind wirklich diese, das hat mit den Botenstoffen zu tun im Gehirn. Also gerade mit Serotonin, Noradrenalin etc. Na, wenn die nicht im richtigen Gleichgewicht sind, und es kann passieren bei jedem, dann kriegst du solche Panikattacken, Angststörungen und so, ohne dass du was dafür kannst. Na, also das ist eigentlich was ganz Normales. Das kann jeder kriegen. Ja. Hattest du sie auch schon, also hattest du Panikattacken vor diesem Ereignis, irgendwelche? Tatsächlich, wenn ich das reflektiere, ich glaube, du musst dafür auch so ein bisschen veranlagt sein. Ja. Wenn ich das reflektiere, also damals habe ich gedacht, nein, das kam erst durchs Bodybuilding, aber wenn ich mal so ganz weit zurückdenke, habe ich das tatsächlich auch schon in meiner Schulzeit gehabt oft. Also so vor Präsentation vor der Klasse halten, dass ich da auf einmal zitter und konnte nicht reden und Blackout und so bekommen habe, dass ich das früher hatte, wenn ich was vorlesen musste oder so, dass ich mich manchmal da reingesteigert habe. Na, das, wenn ich so zurückdenke, hatte ich das tatsächlich da schon. Na. Ja. Aber da habe ich es halt dann einfach irgendwie durchgezogen und Ja, weggedrückt. ja, ja, Ja. ja. Ah, ja. Also zum Thema, spricht mehr über eure Probleme, Leute. Genauso wie Essstörung oder sowas. Ja, sowas, wie schon gesagt, ist interessant und ich denke mal, wahrscheinlich wären das viel mehr Menschen, ich habe davon nicht gehört. Ne? Klar, ich weiß, dass Leute Panikattacken haben, aber so auf so eine Art und Weise oder durch sowas auslöst. Ich glaube, viele Leute wissen nicht davon, dass sowas herrscht. Und deswegen ist es umso wichtiger, darüber zu sprechen. Ja. Ich schwöre dir, die hören gerade bestimmt ein paar Leute zu, die genau sowas haben. Safe. Safe. Ja. Also danke, Martin, dass du es angesprochen Ja, hast. Mann. Ja, gern. Ja. Gut. Positive Note, ne? Nee, eigentlich beenden wir es jetzt auf einer traurigen Geschichte, aber eigentlich auch einer wichtigen Geschichte. Und es wäre jetzt irgendwie auch falsch, noch in so eine Witzfrage hinten ranzuhauen, finde ich. Ja. Und da würde ich jetzt sagen, wir machen hier Schluss. Ich wünsche allen, die bis hier zugehört haben, erstmal ein frohes neues Jahr, 2024. Haut mal in die Kommentare, ob ihr Vorsätze und Ziele habt. Würde mich mal interessieren. Oder Ziele vielleicht eher. Und dann hoffe ich auf ein weiteres erfolgreiches Jahr mit euch dreien und natürlich auch allen anderen. Und dass wir alles toppen können, was wir 2023 schon zusammen erreicht haben. Und ich würde mich freuen, tatsächlich, wenn wir uns ein bisschen öfter sehen in Persona.
Vielleicht schaffen wir Ja. es sogar ein, zwei, dreimal dieses Jahr, uns irgendwie persönlich zu treffen. Ultra gern, ultra gern. Ja, Also, das ist eigentlich gar nicht so ein Aufwand. Man muss eigentlich nur einen Termin setzen, sich einen frei halten, einfach mal zusammenkommen. Und das war ja. immer cool bis jetzt. Mega Auf nice. jeden Fall. Alles klar. Gut, dann an euch. Danke fürs Zuhören. Bildet euch breiter. Schiebt die Folge an. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Haut rein, ciao, ciao.